Es war ein Weihnachtsabend, wie er weihnachtlicher nicht hätte sein können. Draußen fiel Schnee, es war kalt, aber dank des Kaminfeuers war es in unserem Wohnzimmer warm und gemütlich. Die Empfindungen, die man in der Kindheit an diesem Tag hegte, dieses Gefühl der Geborgenheit und die Gewissheit einer sorglosen Zukunft, schienen mit einem Mal für kurze Zeit zurückgekehrt. Nachdem wir unserer lieben Mrs. Hudson ein kleines Geschenk überreicht hatten, hatten wir sie der Gesellschaft ihrer Schwester überlassen und uns in unser Wohnzimmer zurückgezogen, wo ich meinem Freund ein seltenes Buch in spanischer Sprache über Pfeilgifte der Amazonas-Indianer überreichte, welches mir ein befreundeter Buchantiquar besorgt hatte. Holmes revanchierte sich mit einem Kistchen kubanischer Zigarren, einer sündteuren Sorte, die in London zu erwerben außerhalb der Möglichkeiten eines normalen Sterblichen liegt. Er schwieg sich über die Herkunft der Kostbarkeit aus, aber ich konnte sicher sein, dass ihm entweder sein Bruder bei der Beschaffung behilflich gewesen war oder dass es sich um das Geschenk eines zufriedenen Klienten aus erlauchten Kreisen handelte, welches er großherzig an mich weitergab. Ich drang nicht weiter in ihn, sondern lauschte, mir den Rauch einer der edlen Zigarren im Munde zergehen lassend, dem anderen Geschenk, das er mir machte, dem traditionellen Weihnachtskonzert auf seiner wunderbaren Stradivari. Er hörte erst auf, als ich den Stummel meiner ersten Zigarre im Aschenbecher ausgedrückt hatte. Ein Duft sondergleichen hing über unserem mit einem Mispelzweig geschmückten Wohnzimmer, als der letzte Ton verklang. Das war das Zeichen für unsere Vermieterin, den Punsch zu servieren, den herzustellen sie trotz des Besuches ihrer ebenfalls verwitweten Schwester sich nicht hatte nehmen lassen. Die beiden hatten sicher wieder in der Küche gesessen und über das Lüftungsrohr Holmes' Spiel gelauscht. Frohe Weihnachten nochmals, meine Herren. Und Sie haben wie immer wundervoll gespielt, Mr. Holmes. Ich habe mir erlaubt, die Wohnungstür offen zu lassen, damit uns kein Ton entgeht. Meine Schwester sagt auch immer, welch großer Künstler an unserem Mr. Holmes verloren gegangen sei. Und jetzt lassen Sie sich Ihren Punsch schmecken. Wohl bekomm's, wenn Sie mich entschuldigen wollen. Holmes lächelte nachsichtig. Er war so aufgeräumter Stimmung, dass ich es riskieren konnte, ihn endlich nach seinen Ermittlungen im Internat Lewerbridge in Devon zu fragen, wo er im Vormonat undercover als Musiklehrer gewirkt hatte. Holen Sie sich ein paar Blatt Papier, ich werde der Reihe nach berichten. Ich hätte nicht zu hoffen gewagt, Holmes. Warten Sie, wo ist denn schon wieder mein Federhalter? Und so entstand dieser Bericht über einen Fall, der in seiner Einzigartigkeit eine Sonderstellung in den Annalen von Sherlock Holmes Kriminalakten einnimmt. Denn mein Freund hatte nicht nur auf meine Begleitung und Unterstützung verzichten, sondern sogar in die Rolle eines Musiklehrers schlüpfen müssen. Das war für ihn ein leichtes gewesen, denn er hätte jederzeit als Solo-Violinist in jedem beliebigen Orchester reüssieren können. Aus mir dagegen würde wahrscheinlich selbst mit viel Bemühen nicht einmal ein brauchbarer Leierkastenmann werden. An einem bitterkalten Novembernachmittag vor jenem Weihnachtsfest, an dem sich Sherlock Holmes so ungewohnt mitteilsam zeigte, saßen wir, genau wie heute, im Wohnzimmer. Auch damals brannte das Kaminfeuer, wir rauchten und tranken Tee mit Rum. Zu Weihnachten, so stand zu erwarten, würde sicherlich Schnee liegen. Ich lebe davon, bei Tag und bei Nacht unerkannt durch die Straßen Londons streifen und meiner Tätigkeit nachgehen zu können. Wenn jeder wüsste, wie ich aussehe, müsste ich mir einen neuen Beruf suchen. Da fällt mir spontan der Beruf des Musikers ein. Mrs. Hudson würde jedes ihrer Konzerte besuchen. Jedoch keinesfalls Lehrer. Das Lehrerdasein war nichts für mich und ist nichts für mich. Obwohl, die Erfahrung, vor einer Schulklasse zu stehen, würde ich nur ungern missen. Dennoch ziehe ich es vor, wenn ein gewisser räumlicher Abstand zwischen mir und dem Publikum im Zuschauerraum liegt. Verzeihen Sie die Zwischenfrage, mein Freund. Sind Sie eigentlich je auf eine öffentliche Schule gegangen? Sie haben nie etwas darüber erzählt. Wenige Monate lang, um ehrlich zu sein. Sonst wurde ich ausschließlich von Privatlehrern unterrichtet. Ich bin auch keineswegs traurig darüber, nie Mitschüler gehabt zu haben, denn ich bin von Natur aus nicht geneigt, mich anderen Menschen anzuschließen. Es ist fast, als stünde eine undurchdringliche gläserne Wand zwischen mir und dem Rest der Menschheit. Hinter der Sie sich aber wie ein Fisch im Wasser sicher und schnell, vor allem aber unbemerkt bewegen können. Richtig, Watson, das kann ich zweifellos. Stellen Sie sich mich in dem Jesuiteninternat vor, dessen Ausbildung Sie durchlitten haben. Ich vermute, ich hätte mich bereits in jungen Jahren durch den Mord an einer Lehrperson ins Gefängnis oder an den Galgen gebracht. Na, ich habe es ja auch überlebt, ohne jemanden zu massakrieren.
Aber Sie haben sich dann erst einmal gründlich vom katholischen Glauben gelöst, wie unser gemeinsamer Freund Conan Doyle. Nun ja, wie auch immer. Aber Sie haben völlig recht. Ich konnte Sie mir nie als Eleven in einem Internat vorstellen. Der Gedanke daran kommt der Aussicht gleich, fürderhin in der Hölle logieren zu müssen. Aber wo wir gerade bei Hölle sind, das kam heute früh. Er hielt mir ein Telegramm hin. Mein Gott, entfuhr es mir, als ich den Namen des Absenders las. Es handelte sich um Mycroft Holmes, den älteren Bruder meines Freundes. Sir Mycroft, er war längst für seine Verdienste geadelt worden, bekleidete ein nicht näher definiertes, aber sehr hohes und sehr geheimes Amt in Whitehall, das ihn noch über den jeweiligen amtierenden Premierminister stellte. Die Premierminister kamen und gingen, er aber blieb und hatte, so erzählte man sich, jederzeit das Ohr ihrer Majestät Königin Victoria. Noch nie soll sie, so erzählte man sich weiter, sich einem seiner Ratschläge verschlossen gezeigt haben. Was man aber sicher wusste, war, dass man auf den Straßen Londons eher eines leibhaftigen Brontosauriers ansichtig geworden wäre als Sir Mycrofts, denn er verließ so gut wie nie die Stille der heiligen Hallen des Diogenes-Clubs, wo das Sprechen, vermutlich bei sofortigem Vollzug der Todesstrafe, strengstens verboten war. Wenn Sir Mycroft einmal eine Ausnahme von diesem geradezu metaphysischen Gesetz machte, musste etwas ganz und gar Außergewöhnliches passiert sein. Komme 18.00 in peinlicher Angelegenheit. Bringe Gast mit. Geh nicht aus. M. Puh, das klingt nach einer Haupt- und Staatsaktion. Ob es sich wieder um verschwundene Geheimpapiere handelt? Oder Spione aus dem Deutschen Reich? Droht womöglich ein neuer Krieg auf dem Kontinent? Nichts dergleichen. Dann hätte Mycroft sich ganz anders ausgedrückt und nicht von einer bloßen Peinlichkeit gesprochen. Es handelt sich wohl eher um eine delikate Angelegenheit, in die irgendeine Persönlichkeit aus der Umgebung Ihrer Majestät verwickelt ist. Denken Sie eher an so etwas wie die Affäre, die Sie unter dem Titel Skandal in Böhmen veröffentlicht haben. Ich schaute auf die Uhr auf dem Kaminsims. Es war 6:01. Als die Uhr zu schlagen begann, ertönte die Hausglocke. Ich hatte gerade noch Zeit, meine Zigarette im Aschenbecher auszudrücken. Ah, das muss Mycroft sein. Niemand ist pünktlicher als er. Gespannt lauschten wir dem Poltern der sich nähernden Schritte von Sherlocks schwergewichtigem Bruder auf der Treppe. Als sie verstummt waren, klopfte Mrs. Hudson, die Mäntel unserer Besucher im Arm, an die Tür. Immer herein! In der sich öffnenden Tür erschien die massige Gestalt von Sir Mycroft, der seinen Zylinder beim Eintreten abnahm und diesen noch in der Hand haltend, ohne unsere Aufforderung, einem zweiten Herrn einen Platz im Besuchersessel anwies. Einige vereinzelte Schneeflocken fielen von der Kopfbedeckung auf den Teppich und schmolzen sofort dahin. Der zweite Herr, der ohne Hut gekommen war, war ein vornehmer, schlanker Mann von vielleicht 40 Jahren. Seine weißen Haare besaßen noch die Fülle der Jugend, sein Teint war dunkel, weil er sich offensichtlich oft in sonnigeren Gefilden als England aufhielt, und er trug einen dunklen Dreiteiler mit Nadelstreifenmuster aus einem edlen Stoff, wie ihn bevorzugt Schneider in südeuropäischen Ländern verarbeiten. Die Augen in einem bartlosen, jugendlich glatten Gesicht waren neugierig und offen wie die Augen eines Kindes. Staunend blickte er sich, während er Platz nahm, in unserem Wohnzimmer um. Offenbar hatte er eine derartige Unordnung wie bei uns noch nie oder wenigstens schon lange nicht mehr gesehen. Kaum hatte er jedoch die tabakgeschwängerte Luft in unserem Wohnzimmer eingeatmet, begann er leicht zu hüsteln. Offenbar hatte er Probleme mit den Bronchien, angesichts der Londoner Luft nichts Ungewöhnliches. Wir stellten uns kurz vor und ließen uns wieder in die Kissen unserer Sitzgelegenheiten sinken. Der Sessel unter Mycrofts gewaltigem Gewicht stöhnte gequält auf. Ich will es kurz machen, denn meine Zeit ist knapp bemessen. Darf ich euch Sir Peter Klaproth vorstellen? Den Maler Ihrer Majestät, der so wunderbar die königlichen Möpse, die royale Kynologie auf die Leinwand zu bannen versteht? Eben der. Tatsächlich verstand niemand, die Persönlichkeiten der Hunde unserer geliebten Königin so getreulich einzufangen wie Sir Peter. Ihre Majestät liebte seine Bilder und hatte ihn trotz seiner jungen Jahre in den Adelsstand erhoben. Vielleicht sollte Sir Peter selber berichten. Bitte, Sir Peter. Ja, Mr. Holmes, Dr. Watson. In der Tat porträtiere ich üblicherweise Hunde und Pferde von hohem Stand, sozusagen. Aber darum geht es hier und heute nicht.
Vielmehr handelt es sich um meinen jüngeren Bruder, Alice Morton. Genauer gesagt, meinen Halbbruder. Er kam vor kurzem ums Leben, als er aus einem Fenster seines Internats über einen kleinen Dachvorsprung in den Hof stürzte. Der Direktor teilte mir mit, es sei ein Unfall gewesen. Angeblich habe er einen durchs Fenster geflogenen Tennisball aus der Regenrinne holen wollen. Ich bin zutiefst bestürzt. Unser tief empfundenes Beileid, Sir Peter. Gibt es denn Anlass, hier die Dienste eines beratenden Detektivs in Anspruch zu nehmen? Ich fürchte ja. Alice war nicht der Junge, der wegen eines Balles aus einem Fenster im vierten Stock klettern würde. Er war viel zu vorsichtig. Außerdem war der Raum, in dem sich das tragische Ereignis zutrug, mehr eine Dach- und Rumpelkammer. Ganz und gar nicht geeignet, um darin mit einem Tennisball zu spielen. Das Ganze ist so widersprüchlich. Nichts passt ineinander. Ich fürchte, man hat mich falsch unterrichtet. Um nicht zu sagen, dreist belogen. Dann erzählen Sie doch einfach der Reihe nach. Fangen Sie ganz vorne an. Seien Sie sich unserer ungeteilten Aufmerksamkeit sicher. Danke. Ja, wo ist ganz vorne? Ah ja, Alice. Alice entstammte der zweiten Ehe meines Vaters. Vater leitete früher eine Bank und wurde dann Diplomat. Sir Lawrence Clapp Roth. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. Ja. 1875 wurde er nach Ägypten geschickt, das damals nach seinem Staatsbankrott unter eine internationale Finanzaufsicht unter britischer Führung gestellt wurde. Dort blieb er viele Jahre. Es war sozusagen seine prägende Zeit. Meine Mutter, die erste Frau meines Vaters, starb, als ich 13 war, an einer heimtückischen Krankheit, wenn Sie verstehen. Sie wurde nicht einmal so alt, wie ich heute bin. Vater war bei ihrem Tod schon fast 60 Jahre alt. Einige Jahre nach seiner Verwitwung, er lebte schon im Ruhestand, ging er eine weitere Ehe ein, dieses Mal mit einer noch jüngeren Frau. Sie war damals 1 oder 22 Jahre alt. Nein. Geneviève, eine Pariser Opernsängerin. Geneviève d'Angoulême, das war ihr Künstlername und ist es bis heute. Sie nannte sich nach ihrer Geburtsstadt. Meine Stiefmutter. War Ihre Frau Mutter ebenfalls Ausländerin? Ja, mein Tar, ich weiß. Ich werde oft darauf angesprochen. Mutter war eine koptische Christin, trat aber vor der Hochzeit zur anglikanischen Kirche über. Schließlich stand Vater im diplomatischen Dienst. Wie auch immer. Jeanne, meine Stiefmutter, verhalf mir alsbald zu meinem Halbbruder, Alice Morton. Alice war 22 Jahre jünger als ich. Kurz vor seiner Geburt nahm ich mein Kunststudium auf und begab mich auf Reisen. Europa, Ägypten, Sie verstehen. Ich habe ihn, als er ein Kleinkind war, höchstens 3 oder 4 Mal gesehen. Lebt Ihr Herr Vater noch? Er weilt leider nicht mehr unter uns. Eine junge Frau wie Geneviève hat große Bedürfnisse nach Nähe. Sie können sich vorstellen, dass dies bald zu viel war für das Herz eines alten Herrn. Alice Morton war 4 oder 5 Jahre alt, als Vater starb. Er starb den süßen Tod, wie die Franzosen sagen, wenn Sie verstehen, wie Monsieur Faure, der französische Staatspräsident. Felix Faure? Eben der, Doktor. Allerdings starb Vater nicht in den Armen seiner Mätresse, sondern, wie es sich gehört, in denen seiner angetrauten Ehefrau. Geneviève, wie gesagt. Sie war natürlich untröstlich. Als Alice alt genug war, eine Schule zu besuchen, schickte sie ihn ins Harlow College nach Lewisbridge. Er sprach besser Französisch als Englisch, denn sie hatte sich mit ihm nur in ihrer Muttersprache verständigt und sie wollte, dass dies so bliebe. Geneviève verabscheute das Englische. Sie fand es prosaisch, ohne Poesie und Klang. Nun ja. Jedenfalls ist Lewisbridge berühmt für seinen Unterricht in französischer Sprache. Alice Englisch war das eines Fuhrknechts, denn das Englisch der Dienstboten war das einzige Beispiel unserer Muttersprache, das er kannte. Und damit beginnt das Problem. Ja, genau, das Problem. Nachdem sie Alice, also in Lewisbridge, untergebracht hatte, verließ sie uns. Sie ging einfach fort, nahm das Wanderleben wieder auf, das sie vor ihrer Ehe geführt hatte, von heute auf morgen.
Ich wurde Alice Vormund, muss aber leider zugeben, dass ich dieser Aufgabe erbärmlich schlecht nachkam. Ja. Alice fühlte sich in Lourbridge vom ersten Tag an nicht wohl. Wenn er in den Ferien nach Hause kam, bat er mich unter Tränen, ihn nicht wieder zurückzuschicken. Sie haben es aber doch getan. Natürlich. Was hätte ich denn tun sollen? Seine schulischen Leistungen waren nicht so schlecht, dass man die Schule hätte wechseln müssen. Sein Leben verlief ohne Skandale. Er war ein cleverer Bursche. Aber er litt seit seiner Kindheit an Stimmspaltenkrämpfen und konnte deshalb mit seinen Kameraden körperlich nie mithalten. Sie wissen ja, welch unverhältnismäßig bedeutende Rolle dem Sport in britischen Schulen zugemessen wird. Ich nickte verständnisinnig, denn auch ich hatte mich, allerdings mehr infolge meines Körpergewichts, im Sportunterricht immer sehr gequält. Beim Laufen war ich immer als Letzter ins Ziel gekommen, schwitzend, schwer atmend und mit vor Anstrengung hochrotem Kopf. Und beim Fußballspielen wurde ich immer beiseite geschubst, vors Schienbein getreten oder so heftig angerempelt, dass ich hinstürzte. Holmes, der Asket und Sportler, lächelte nur spöttisch. Sir Peter fuhr fort. Der Sport war wahrscheinlich das Problem. Seine körperliche Schwäche stempelte ihn zum Außenseiter. Andererseits wäre er auch schwerlich in meinem Künstlerhaushalt froh geworden. Die Modelle, wenn Sie verstehen, die da ein- und ausgingen. Und ich rang lange Zeit mit meiner Kunst, um meine Kunst, versuchte meine Handschrift, meinen Stil zu finden, experimentierte mit der Fotografie, probierte neue Wege und verwarf sie wieder, immer wieder von vorn, wie beim Cricket. Und als ich dann meine Stellung bei Hofe errungen hatte, blieb mir erst recht keine Zeit, mich um einen heranwachsenden Jungen zu kümmern. Und Alice hat nie genauer erklärt, was ihn so verschreckte. Anfangs sagte er, die Schüler seien alle gemein zu ihm und die Lehrer ebenfalls. Und dass er wegen seiner Krankheit beim Sport gehandicapt sei, er war sensibel, genau wie ich als Kind. Aber welcher Junge offenbart sich schon einem Erwachsenen, den er kaum kennt? Ich war einfach ein fremder Onkel für ihn, den er bestenfalls einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier traf und der ihn dann zum Stillsitzen zwang, um ihn zu porträtieren. Irgendwann, versuchte ich ihn zu trösten, würde man sich an alles gewöhnen. Ich sei ebenfalls in einem Internat aufgewachsen, denn mein Vater wollte mir den Aufenthalt im Orient, fern von britischer Bildung, nicht zumuten. Im Internat sei es mir genauso ergangen, aber schließlich hätte ich mich mit dem Leben dort abgefunden. So, so. Sei tapfer, mahnte ich immer, und er nickte dann, oft unter Tränen. Heute weiß ich, dass ich vielleicht gründlicher hätte nachforschen sollen. Jetzt ist es zu spät. Und warum, wenn ich fragen darf, befasst sich nun bei allem Respekt Sir Mycroft mit dieser Angelegenheit? Weil wir uns aus dem Diogenes-Club kennen. Ich hatte die Ehre, Ihren Herrn Bruder zu porträtieren, nachdem er zum Präsidenten des Clubs gewählt worden war. Alle Präsidenten hängen in Öl in der Hall. Vielleicht haben Sie das Bild gesehen. Als ich vom Tod des jungen Klaproth hörte, war mir klar, dass das zu einem Skandal führen könnte, den sich der Hofmaler Ihrer Majestät keinesfalls leisten kann. Es würde mich die Stellung kosten. Ihre Majestät ist auf dem Gebiet der Moralität sehr eigen. Noch ist nichts bekannt geworden, aber die Schule verweigert jede Auskunft, sogar mir. Man denke. Ja, ich habe den Tennisball, der Alice angeblich das Leben kostete, selbst in der Dachrinne liegen sehen. Wahrscheinlich liegt er noch heute dort. Aber Alice war nicht der Typ, wegen eines Balles todesmutig aus einem Fenster im vierten Stock zu klettern. Viel eher hätte er ihn mit einem Besenstiel oder etwas Ähnlichem in den Hof befördert. Er wusste sich zu helfen. Er war in gewisser Weise ein praktischer Mensch, praktischer als ich. Man händigte mir seine Habseligkeiten aus und das war es dann. Aber ich hätte gerne Gewissheit darüber, was wirklich passiert ist. Schon wegen Vater und meiner... wegen Genevieve. Meinen Sie, jemand könnte seinem Absturz nachgeholfen haben? Ich weiß es nicht. Der Direktor, beziehungsweise der stellvertretende Direktor, mit dem ich sprach, reagierte so brüsk und unfreundlich, als hätte er etwas zu verbergen.
Sie, Mr. Holmes... Aber wie... Was aber bisher noch nicht zur Sprache kam. Es handelt sich hier bereits um den dritten, sagen wir, mysteriösen Todesfall an dieser Schule innerhalb von 2 Jahren. Was? Zuerst stürzte der Naturkundelehrer, ein Däne namens Anders Eriksson, bei nächtlichen astronomischen Beobachtungen vom Dach. Und letzten Sommer ertrank ein Schüler unter ungeklärten Umständen im See. Aha. Er hieß Georges Bessimianois. Franzose russischer Herkunft. Angeblich sei er aus einem Ruderboot gefallen und untergegangen, weil er nicht schwimmen konnte. Wer das glaubt? In einem sportverrückten britischen Internat. Natürlich hat die Schule kein Interesse an öffentlicher Aufmerksamkeit, was vielleicht die erwähnte Brüskheit des stellvertretenden Direktors erklärt. Das ist mir schon klar. Aber wie stellst du dir meinen Anteil an der Aufklärung der Angelegenheit vor, Bruder? Es kam bereits andeutungsweise zur Sprache, dass das Harlow College in Lourbridge anders als Eton oder Cambridge nur bedingt eine Hochburg der Britannität ist. Vielmehr weist es eine betont frankophile Ausrichtung auf. Französisch, die Sprache der Diplomatie, ist dort, Sir Peter erwähnte das beiläufig, anstelle von Englisch die Unterrichtssprache. Und zwar deshalb, weil die Schüler fast ausnahmslos Diplomatenkinder sind. Sprösslinge hochgestellter Persönlichkeiten aus dem Ausland. Wir können in eine solche Schule nicht einfach einen Beamten wie Inspektor Lestrade schicken. Bloß weil innerhalb von kurzer Zeit 3 Menschen unter etwas fragwürdigen Umständen gestorben sind. Jemand wie Lestrade würde sich aufführen wie ein Elefant in der Porzellanwarenabteilung von Harris. Ein ungeschicktes Wort. Und wir hätten einen Rattenschwanz von diplomatischen Verwicklungen am Hals. Das zwingt uns zu einem eher konspirativen Vorgehen. So. Zufällig weiß ich, dass der Musiklehrer von Lourbridge, Color Sergeant A.D. Philip Collins, am nächsten Montag infolge eines Malaria-Schubs gezwungen sein wird, sich 4 Wochen in einem Sanatorium auf dem Kontinent in der Schweiz zu erholen. Mr. Collins zog sich diese lästige Krankheit im Dienste der Armee Ihrer Majestät als Trompeter in Indien zu. Du, Sherlock, wirst ihn während seines Genesungsurlaubs vertreten. Würdig vertreten, wie ich hoffe, und die Augen offen halten. Außerdem sprichst du so fließend Französisch, dass du unter den Lehrkräften nicht negativ auffallen wirst. Erst erblaschte Holmes, dann lief er rot an. Ich soll auf meine alten Tage unterrichten? Ha, junge Leute? Niemals. Bruder, du wirst dich doch nicht etwa deinen patriotischen Aufgaben entziehen wollen. Auf niemanden aus dem Umfeld unserer geliebten Königin darf auch nur der Schatten eines Makels fallen. Ihre Majestät schätzt die Bilder von Sir Peter über alles. Sie schätzt angeblich auch Jane Eyre und Charlotte Bronte. Bei allem Respekt ein unsäglicher Schinken. Literarische Kritik wird nicht zu den Aufgaben in diesem Fall gehören. Ich sagte Musiklehrer. Also, was ist? Ja, habe ich eine Wahl? Ich sehe, du verstehst. Also, am Montag, wie gesagt, wird Mr. Collins in die Schweiz reisen müssen und sich dort bis zum Beginn des neuen Jahres aufhalten. Es ist dafür gesorgt, dass er vor seiner Abreise den Namen des talentierten Geigers und renommierten Musikwissenschaftlers Mr. Søren Sigerson aus Norwegen nennen wird. Zufällig halte sich Mr. Sigerson gerade in England auf und sei abkömmlich. Du, Bruder, wirst die Stelle antreten, unterrichten und nebenbei herausfinden, welcher Teufel an dieser Lehranstalt los ist. In Worten, wie und warum Alice Morton Claproth wirklich starb. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre ein Einzelkind gewesen. Das habe ich mir auch schon oft gewünscht. Du warst der anstrengendste Bruder, den man sich vorstellen kann. Also, nächste Woche. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Vor Weihnachten wird der Unterricht enden und die Schüler und teilweise die Lehrer werden sich in alle Winde zerstreuen und im neuen Jahr möglicherweise gar nicht mehr zurückkehren. Die Angelegenheit muss also unbedingt vorher bereinigt werden. In diesem Sinne, Doktor, Sir Peter. Demonstrativ sah er auf seine Uhr und verließ uns grußlos. Sir Peter wollte sich ebenfalls erheben. Wenn Sie keine Fragen mehr... Doch, Sir Peter, die habe ich. Behalten Sie bitte Platz. Ja, wenn... Woraus bestanden denn die Habseligkeiten, die man Ihnen aushändigte?
was so ein Junge eben besitzt. Schulbücher, Musiknoten. Er beherrschte sehr gut die klassische Gitarre, besaß das absolute Gehör. Doch sein zeichnerisches Talent übertraf das musikalische bei weitem. Das Künstlertum, Talent, scheint ein wenig in der Familie zu liegen. Ein paar Abenteuerromane, Zeichnungen, Malutensilien, Kleider, Briefe, die er von seiner Mutter erhalten hatte, ein Inhalator für sein Asthmamittel, solche Dinge, nichts Bedeutendes. Ich würde mir das alles gerne einmal ansehen. Dann kommen Sie doch morgen Nachmittag zu mir. Passt Ihnen 5 Uhr? Vielleicht darf ich Sie dann auch durch mein Atelier führen. Es wäre mir eine Ehre und ein Vergnügen. Er zog aus der Jackentasche eine Visitenkarte und überreichte sie Holmes, der nach einem flüchtigen Blick darauf die Audienz beendete. Bis morgen also, Sir Peter. Bis morgen, Mr. Holmes. Dr. Watson? Erleichtert verließ uns der Maler. Ich verspreche mir nicht viel von dem Besuch, Watson. Wenn es im Nachlass des Jungen einen Hinweis auf ein, nennen wir es Fremdverschulden, gegeben hätte, hätte die Schule ihn sicher verschwinden lassen. Eben, es sind zwar Lehrer, aber sie sind wahrscheinlich doch nicht blöde. Bezähmen Sie doch endlich einmal Ihren pathologischen Schulhass, Watson. England ist, was es ist, auch wegen der Erziehung in seinen Schulen. Wie auch immer. Ich bin überzeugt, das Rätsels Lösung findet sich in Lowerbridge, nicht im Hause von Sir Peter. Am folgenden Nachmittag ließen wir uns von einer Droschke ins West End zum Haus von Sir Peter. Er bewohnte eine weiß verputzte Villa im noblen Regency-Stil. Hier ließ es sich sicherlich trefflich leben und meinem Eindruck nach auch trefflich malen. Denn Bäume, die das Sonnenlicht von den hohen Fenstern hätten fernhalten können, gab es nur in einer weitläufigen Parkanlage weit hinter dem Haus. Tatsächlich empfing uns Sir Peter in einem Wohnzimmer, das trotz des trüben Novemberwetters hell und einladend erschien. Es war auffallend gut gelüftet. Kein Wunder, denn offenbar waren Sir Peters Bräunchen ebenso empfindlich wie die seines verstorbenen Bruders. Nach den üblichen Präliminarien traten wir näher. An der Seitenwand, gegenüber der Fensterfront, stand ein prall gefüllter Bücherschrank, von dem ein riesiger gebleichter Tierschädel auf uns herabgrinste. Verwunderlich, dieses Nilpferd. Wo Sie doch nicht zur Jagd gehen. Aus der Serie »Tod eines Nilpferdes«. Ich hatte beobachtet, wie eines der Nilpferde aus einer Herde verendete. Wussten Sie, dass Nilpferde tote Artgenossen regelrecht betrauern? Jedes Mitglied der Herde leckt den verstorbenen Artgenossen auf das Gründlichste ab und bezeugt ihm so seine Ehrerbietung. So, als wollten sie ihn von allem irdischen Schmutz befreien. Selbst Krokodile respektieren das und greifen während der Zeremonie nicht an. Und erst wenn alle Abschied genommen haben, trotten die Tiere traurig davon und überlassen den Kadaver seinem Schicksal, den Krokodilen und den Aasgeiern, die sich dann erst auf die Mahlzeit stürzen und darum streiten. Hochinteressant. Ah, das wusste ich tatsächlich nicht. Längst war sein Blick von dem Nilpferdschädel zu dem Kolossalgemälde über dem Kamin gewandert. Kleopatra! Sie hielt eine Schlange in der Hand, die sich gerade anschickte, die Nilkönigin in ihre dezent entblößte Brust zu beißen. Seit meinen Reisen zum Nil beschäftigt sie mich immer wieder. Eine faszinierende Frau. Zweifellos. An der Wand gegenüber dem Kamin, über einem halbrunden kleinen Tisch, hingen in symmetrischer, ovaler Anordnung 9 gerahmte Kohlezeichnungen. Holmes trat näher und beugte sich weit vor, um sie in Augenschein zu nehmen. Alice! Ich habe ihn jedes Weihnachtsfest, wenn er sein Elternhaus besuchte, porträtiert. Ja. 8 der 9 Zeichnungen zeigten einen hübschen, langhaarigen Jungen, der sich von Bild zu Bild in einen geradezu schönen jungen Mann mit kurzen Haaren und tieftraurigen Augen verwandelte. Die 9. Zeichnung stellte offenbar Genevieve dar. Ich vermochte nur eine entfernte Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrem Sohn zu erkennen. Eine andere Ähnlichkeit war viel augenfälliger. Doch bevor ich mich dazu äußern konnte, unterbrach uns ein Hüsteln von Sir Peter. Dieser wies auf einen halbrunden Tisch hinter dem Sofa. Hier sind Alice' Hinterlassenschaften. Danke. Dann wollen wir mal sehen. Das Erste, was Holmes zur Hand nahm, war eine Bruyère-Pfeife, die offensichtlich eine gewisse Zeit in Gebrauch gewesen war. Ein Geschenk von mir zum 13. Geburtstag. A man who has a pipe is ripe, sagt man doch. Er hatte sie sich gewünscht. Seine Klassenkameraden hätten alle schon lange welche und ich wollte nicht, dass er sich ausgeschlossen fühlte.
Mit Menthol versetzter Tabak verschaffte ihm zudem etwas Erleichterung beim Atmen. Die Stimmbandkrämpfe, wenn Sie verstehen. Holmes roch lange am Kopf der Pfeife. Das ist kein Menthol. Dann überflog er einige private Briefe, die in einer verschnörkelten Frauenschrift geschrieben waren. Sie begannen meist mit den Worten «Ma chère Menton», schienen also von seiner Mutter zu stammen. Auch die Bücher unterzog er einer genauen Untersuchung. Besonderes Augenmerk richtete er auf ein bräunliches Büchlein von Wiley and Putnam's Library of American Books mit dem Titel Tales von Edgar Allan Poe, das 1845 in New York und London erschienen war und in den USA laut Aufdruck 50 Cent gekostet hatte. Sein Lieblingsbuch. Ich habe es ihm vor einer Reise in die USA zu den Indianern mitgebracht. Er hat es immer in der Tasche. Holmes blätterte dieses Buch wie alle anderen Bücher sorgfältig durch, um sich zu überzeugen, dass zwischen den Seiten oder in den Umschlägen keine Zettel versteckt waren. Er fand nichts dergleichen. Dann schüttelte er eine Schneekugel mit einem Automobil darin, das durch eine winterliche Landschaft fuhr. Ein Geschenk von seiner Mutter. Und seine Morphintropfen. Wegen der Stimmspaltenkrämpfe, ich weiß. Holmes zog den Korken aus dem braunen Fläschchen, roch am Inhalt und verkorkte es kommentarlos wieder. Von einem ebenfalls braunen Glas ohne Etikett schraubte er den Blechdeckel ab, schaute hinein und roch daran. Dann entnahm er seiner Tasche einen Briefumschlag und schüttete etwas von dem roten Pulver hinein, das sich in dem Glas befand. Was ist das? Hexahydrat vermutlich. Aber ich muss das erst prüfen. Er holte seine Lupe hervor und besah sich vergeblich die Seiten des Poe-Bandes auf das Genaueste. Hier ist nichts. Auch das Blatt mit der Kohleskizze eines jungen Mannes zeigte nichts als die Kohleskizze. Ist das einer seiner Mitschüler? Das ist der ertrunkene Schüler. Würden Sie mir dieses kleine Werk leihweise überlassen? Aber ich bitte Sie, Mr. Holmes, wenn es etwas in diesem Haus im Überfluss gibt, dann sind es Zeichnungen. Nehmen Sie doch um Himmels Willen nicht diese. Alice Daumenabdruck verunziert sie ja geradezu. Er hatte Zeichenkohle an den Händen, als er das Blatt anfasste. Suchen Sie sich doch eine bessere aus. Ich will Ihnen gerne... Nein, ich danke Ihnen sehr, aber gerade diese Zeichnung ist für mich sehr wertvoll. Handelt es sich tatsächlich um den Daumenabdruck Ihres Bruders? Natürlich. Sehen Sie hier, diese Stelle in der Handfläche am Daumenballen. Ein Muttermal, sehr charakteristisch. Der Abdruck stammt damit eindeutig von ihm. Noch eine weitere Frage, Sir Peter. Gab es in Ihrer Familie, genauer gesagt in der väterlichen Linie, Künstler? Nein, Mr. Holmes. Alles Juristen, Pfarrer, Offiziere, unmusikalisch wie die Waldesel, bar jeglichen Humors. Und alle verstanden so viel von Malerei wie, bei allem Respekt für diese Tiere, wie ein Nilpferd vom Wald zertanzen. Die künstlerische Ader kam also ausschließlich über die mütterlichen Linien in die Familie, über ihre Frau Mama respektive über Genevieve, sozusagen ein Import aus dem Ausland. Wenn Sie es so ausdrücken wollen, ja. Wo hält sich die Mutter denn derzeit auf? Auf Reisen. Ich glaube, derzeit gastiert sie in den USA. Ihre Briefe, jeder kommt aus einem anderen Land. Ich hoffe, die Nachricht vom Tod ihres Sohnes erreicht sie über ihre Eltern. Ihnen haben wir geschrieben. Und noch eine Frage. Spielte Alice Tennis? Ich sehe keinen Schläger an seinen Hinterlassenschaften und angeblich soll er doch auf der Suche nach einem Tennisball abgestürzt sein. Aus den schon genannten Gründen musste er körperliche Anstrengungen beim Sport vermeiden. Nein, er spielte nicht Tennis. Ich danke Ihnen. Ist Ihnen aufgefallen, Watson, wie sich Sir Peter immer wand, wie er sich unterbrach und mit einem neuen Wort ansetzte, wenn die Rede auf Alice oder seine Mutter kam? Er imitierte Sir Peter. Meine Stiefmutter... Ihm ist die ganze Geschichte unangenehm. Sie ist dazu angetan, seinen Ruf zu ruinieren. Und außerdem hat diese Französin mit ihrem Oh-la-la seinen Vater das Leben gekostet. Guter Watson, ich will Sir Peter nichts unterstellen. Aber man stelle sich doch einmal vor, eine junge Französin, ein alter Engländer und ein junger, attraktiver Stiefsohn mit unbestreitbarem künstlerischem Talent. Holmes, ich bitte Sie.
Sir Peter war damals 15 oder 16 Jahre alt. Und Sir Edward über 60? Nieder Saint-Mont? Ich schüttelte den Kopf. Holmes wechselte unvermittelt das Thema. Ich fürchte, wir werden uns auch mit Kryptographie beschäftigen müssen. Mit Kryptographie? Wieso? Haben Sie nicht gesehen? Der Poe-Band enthält die Erzählung der Goldkäfer. Kryptographie. Ich tat so, als hätte ich verstanden. Der Goldkäfer, das wusste ich noch, handelte vom Versteck eines Schatzes, zu dem ein goldener Skarabäus den Schlüssel lieferte. Mir war noch dunkel erinnerlich, dass es in der Erzählung eine Schatzkarte gab, welche durch die Wärme des Feuers sichtbar gemacht werden konnte. Ich sagte das Holmes. Richtig, Watson. Hexahydrat. Und ich bin überzeugt, es handelt sich bei dem roten Pulver um nichts anderes. Ist wassergelöstes Kobaltchlorid. Wenn man mit einer solchen Lösung schreibt, ist auf dem Papier fast nichts zu erkennen. Erst wenn man die Schrift über einer Kerze oder in einem Ofen erwärmt, kann man sie lesen. Beim Abkühlen verschwindet sie wieder. Warum haben Sie eigentlich Alice Pfeife mitgenommen? Weil sie einen seltsamen Geruch verströmte. Etwas anderes als Tabak und Menthol. Ich habe auch schon einen konkreten Verdacht. Wäre es zu viel verlangt, wenn ich Sie um eine Ampulle Physostigmin bäte? Physostigmin? Das Zeug, das aus der Kalababohne isoliert wird? Die bei dem Stamm der Effig für Gottesurteile benutzt wird? Wir Mediziner verwenden Physostigmin als Antidot bei Atropinvergiftungen. Selbst verwendet habe ich es noch nie. Natürlich kann ich Ihnen das Mittel besorgen, aber Sie gestatten, wenn ich frage, was zum Teufel Sie vorhaben. Physostigmin hat gefährliche Nebenwirkungen. Schließlich ist es ein Gift. Wenn man es injiziert, kann es zum Herzstillstand führen. Nehmen Sie wenigstens eins von meinen Stethoskopen mit. Zur Überwachung der Herzfrequenz. Moment mal. Glauben Sie, dass da jemand mit Atropin vergiftet wurde? Bekanntlich glaube ich nie etwas, sondern prüfe lediglich Arbeitshypothesen. Gleichwohl sollte man nicht ungewappnet in die Schlacht ziehen, wenn man gegnerischerseits den Einsatz bestimmter Waffen befürchten muss. Ich habe an Alice Pfeiffer einen schwachen Hauch von etwas bemerkt, das Atropin sein könnte. Mehr kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Ich bin schließlich kein Hellseher. Natürlich besorgte ich das Mittel, gab aber meinem Freund aus der Sicht des Arztes ausführliche Instruktionen. Wenn Sie zu viel spritzen, haben Sie einen Menschen umgebracht, Holmes. Soll ich nicht doch lieber mitkommen? Und was glauben Sie, wird man im Internat über einen Musiklehrer sagen, der mit ärztlichem Beistand anreist? Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber ich fürchte, hier könnte es zu einer Atropinvergiftung kommen. Deshalb habe ich meinen Freund Dr. Watson mitgebracht. Ach, wird der Direktor sagen, Dr. Watson, dann müssen Sie Sherlock Holmes sein. Finden Sie nicht, dass das meine Mission unmöglich machen würde? Ich könnte ja wie Sie einen Decknamen verwenden. Naja, vergessen Sie es. Ich sehe schon, Sie setzen wie immer Ihren Kopf durch. Aber mir scheint Ihr leibhaftiges Erscheinen in Lewbridge tatsächlich dringend geboten. Sieh an. Wieso das? Na, das liegt doch auf der Hand, Holmes. Ein Junge, der sich wegen seiner angegriffenen Gesundheit jeglicher sportlicher Betätigung enthalten muss, stürzt bei dem Versuch zu Tode ausgerechnet einen verlorenen Tennisball zu bergen. Da stimmt doch etwas nicht. Das würde sogar Lestrade auffallen. Holmes nickte nur versonnen, klopfte mir geistesabwesend, aber anerkennend auf die Schulter und wandte sich den Vorbereitungen auf seine geheime Mission zu. Er las mehrere Kapitel von Pietro Maria Canepares Standardwerk über Geheimtinten, De Atramentis Cujusque Generis, und führte einige chemische Versuche durch. Sie bestätigten seinen Verdacht, dass es sich bei dem roten Pulver um Hexahydrat handelte. Er löste das giftige Mittel in Wasser auf, schrieb damit unsichtbar auf ein Blatt Papier und machte durch Erwärmen des Blattes dunkelblaue Buchstaben sichtbar. Als sie beim Erkalten wieder verschwanden, wiederholte er den Vorgang. Diesmal aber fixierte er die Schrift, indem er ein anderes Mittel darüber pinselte. Außerdem wies er in Alice Pfeife Rückstände eines Alkaloids nach. Möglicherweise wirklich Atropin. Vielleicht hat man es ihm in den Tabak gemischt. Wegen des Menthols wird er die Beimengung nicht bemerkt haben. Er könnte dann so verwirrt gewesen sein, dass er vom Dach fiel. Oder dass er sich leicht vom Dach stoßen ließ, ohne sich wehren zu können. Aber das ist bis jetzt bloße Spekulation. Kein Richter der Welt würde nur wegen dieses dünnen Indiziums die Genehmigung zu einer Exhumierung von Alice Leichnam geben. Wir stehen erst am Anfang. Ja, Watson. Und besorgen Sie bitte bei Mr. Brown eine Brieftaube in einem Käfig.
Warum so umständlich, Holmes? Sie können doch auch ein Telegramm schicken. Erfüllen Sie doch bitte einfach meine Bitte, Watson. Ich habe schon meine Gründe, eine Brieftaube mitzunehmen. Das Internat hat kein Telegrafenbüro in erreichbarer Nähe. Meinetwegen, aber... Kein Aber, Watson. Es könnte wichtig sein. Oh. Natürlich werde ich versuchen zu telegrafieren, wenn ich Ihre Hilfe brauche. Oder Sie auf irgendeine andere Weise benachrichtigen. Ich versprach ihm auch diesen Wunsch zu erfüllen und durfte im Gegenzug dafür seinem Geigenspiel zuhören. Er übte wieder die amerikanische Ragtime-Musik, die er inkognito als Geiger im Cowboy-Orchester Buffalo Bills auf der Suche nach dem Mörder eines Pinkerton-Agenten erlernt hatte. Ah, Mr. Siegerson, Sie wollen die jungen Herren vornehmlich unterhalten? Ich will zunächst einmal Ihre Aufmerksamkeit fesseln. Danach können wir getrost zum klassischen Repertoire übergehen. Er beendete die Cowboy-Musik mit einer schrägen Kadenz, nach der er nahtlos zu Beethovens Ode an die Freude überging. Hoffentlich, dachte ich, will er mir diesen Übergang nicht auch noch erklären. Er schien meine Gedanken gelesen zu haben, denn in den folgenden 10 Minuten redete er ohne Punkt und Komma oder, um im Bilde zu bleiben, ohne eine einzige Fermate über auf- oder abwärts gerichtete Terzsprünge, authentische Schlüsse, Halbschlüsse und das Verbot paralleler Quinten, bis ich, nichts mehr verstehend, um den Coup de Grâce bat. Statt des Gnadenschusses reichte mir Holmes die Flasche mit Brandy. Schließlich musste er zu seiner neuen Arbeitsstelle in Englands Westen aufbrechen. Er packte zu meiner nicht geringen Überraschung ein Kletterseil sowie einige der exotischen Waffen, die er aus Asien mitgebracht hatte, in seinen schweinsledernen Koffer und stellte ihn im Wohnzimmer neben den Taubenkäfig ab. Nachdem er in seinem Schlafzimmer sein Inverness Cape angezogen hatte, kam er zurück und reichte mir die Hand zum Abschied. Sie hören von mir. Dann setzte er seine Deerstalker-Mütze auf, nahm sein Gepäck und ging. Was sich danach ereignete, schilderte er mir mit seinen eigenen Worten. Ich hatte Direktor Mr. Pembroke telegrafisch meine Ankunft angekündigt. Eine Kutsche holte mich vom Bahnhof ab. Ich bin Muldoon. Muldoon führte mich zum Schreiber des Direktors, aber dieser nicht zu Mr. Pembroke persönlich, sondern zu dessen deutschem Stellvertreter. Er ist nicht nur ein Kraut, er heißt auch so. Johann Wolfgang von Kraut, Chemielehrer übrigens. Ein blonder Hühne und genau der üble Bursche, den seine permanent heruntergezogenen Mundwinkel und die kalten blauen Augen hinter dem dicken Glas seines Zwickers erwarten ließen. Unsere Anstalt legt größten Wert auf Charaktererziehung und die Erziehung zum Gemeinschaftsgeist und Ritterlichkeit, zu Respekt. Es ist uns ganz besonders wichtig, die jungen Herren zu vollgültigen Mitgliedern der menschlichen Gemeinschaft zu formen. Aus diesem Grunde unternehmen wir alles, um krankhaften Individualismus und schädliches Einzelgängertum auszumerzen. Na, da war ich ja genau in der richtigen Anstalt gelandet. Nach diesem, wie soll ich sagen, Glaubensbekenntnis setzte er mich mit einer Knappheit, die an Unhöflichkeit grenzte, darüber in Kenntnis, dass Direktor Pembroke Junggeselle sei und dass darum er von Kraut traditionsgemäß das Überraschungsessen für den Neuzugang auszurichten pflegte, obwohl ich nur eine temporäre Vertretung und kein regulärer Lehrer sei. Sie werden sicherlich heute Abend nichts vorhaben, Siegerson. Ich würde mich freuen, Sie bei mir zu Hause begrüßen zu dürfen. Das Essen wird Nete Eriksson zubereiten und servieren, unsere Internatskrankenschwester und Hausdame in Personalunion. Sie stammt aus Dänemark, ist also fast eine Landsfrau von Ihnen, Siegerson. Aha. Ihr Mann Anders war Lehrer bei uns, Naturkunde, starb leider voriges Jahr. Ist Lewerbridge ein so ungesundes Pflaster? Es besteht kein Anlass zur Sorge. Er stürzte bei nächtlichen astronomischen Beobachtungen vom Dach, wenn Sie es genau wissen wollen. Wir vermuten, er schlief vor Übermüdung ein und fiel hinunter. Nun, ich nutze die Nacht allerhöchstens zum Komponieren. Das ist gesünder. Wie auch immer. Haus Nummer 17. Dort wohne ich. Seien Sie pünktlich. Bevor er sich wieder verabschiedete, machte mich Kraut während eines kurzen Rundgangs mit den wichtigsten Örtlichkeiten der Schule vertraut. Ich muss wieder zum Unterricht. Muldoon wird Ihnen Ihre Unterkunft zeigen. Lewerbridge in Devon ist wie viele andere englische Internate in einem düsteren alten Herrensitz untergebracht, einem veritablen Spukschloss. Sie müssen sich einen verwinkelten Bau aus dem 18. Jahrhundert vorstellen, dem immer wieder neue Flügel hinzugefügt wurden. Etwa 60 Knaben leben darin, die Jüngeren in Mehrbettzimmern, die Älteren in Zimmern für 2 oder 3 Bewohner. Die Schüler bilden 6 Klassen, die Lerngruppen genannt werden. Manchmal lernen ältere und jüngere Schüler auch gemeinsam in einer Lerngruppe.
externe Schüler, die etwa nur zum Unterricht in die Schule kämen, gibt es nicht. Der Unterricht wird in Räumen erteilt, die stets einem Lehrer zugeteilt sind, damit der seine Utensilien nicht herumtragen muss, was bei Fächern wie Chemie, Physik oder Musik unpraktisch wäre. In Lower Bridge unterrichten 12 Lehrer, meist Franzosen oder Belgier, da Französisch, wie Mycroft berichtete, die Unterrichtssprache ist. Die Prüfungen werden von Beamten von der Londoner Schulbehörde abgenommen. Während die Schüler unter der Aufsicht von mehreren Pedellen im Haupthaus wohnen, sind die Lehrer separat in mehreren kleinen Bungalows untergebracht. Trotzdem verbringen sie die meiste Zeit des Tages mit den Schülern gemeinsam, sei es im Unterricht, in den Lerngruppen, beim Sport oder in der Freizeit, beim Musizieren zum Beispiel. Meldun führte mich auch über den Hof, in den Alice zu Tode gestürzt war. Es lag noch kein Schnee, sodass ich sehen konnte, wo man das Pflaster gründlich vom Blut gereinigt hatte. An dieser Stelle fehlten Gras und Unkraut zwischen den Pflastersteinen und die Farbe der Steine war viel heller als in der Umgebung. Außerdem zeigte er mir das Türmchen, auf dem sich der Naturkundelehrer sein Observatorium eingerichtet hatte. Es war ein Türmchen ohne Dach, mit einem Kranz von Zinnen als Abschluss. Ich wusste nicht, ob es mir gelingen würde, die Plattform dort oben in luftiger Höhe unbeobachtet in Augenschein zu nehmen. Doch ich hegte sofort meine Zweifel, dass jemand, der dort oben einschlief, von selbst zwischen den Zinnen hindurch in die Tiefe stürzen konnte. Mir wies Meldun mit der Nummer 29 einen der kleineren Pavillons zu, die wegen ihrer weniger bevorzugten Lage offenbar alleinstehenden Lehrern vorbehalten waren. Mein Bungalow bestand aus einem Wohnzimmer, einer kleinen Küche und einem Flur mit einer Treppe, die ins Obergeschoss mit einem Schlafzimmer und einem Bad führte. Im Wohnzimmer stand ein großer, abgenutzter Schreibtisch. Nachdem ich meinen Koffer ausgepackt hatte, machte ich noch einen kleinen Spaziergang. Bald war es Zeit, sich für den Abend umzuziehen. Pünktlich fand ich mich in von Krauts Wohnung ein. Oh, Sie haben Ihre Geige dabei. Wollen Sie uns etwa vorspielen? Da wird sich vor allem Nete sicherlich freuen. Er nahm mir den Violinkasten ab und lehnte ihn ziemlich unvorsichtig einfach an die Garderobe. Falls Nete sich über mein Spiel freute, er würde sich sicherlich nicht freuen. Kraut führte mich in ein Esszimmer, das ihm gleichzeitig als Bibliothek diente. Schon beim Eintreten, bei einem unauffälligen, schweifenden Blick über die Buchrücken, erkannte ich, dass er sicherlich nicht ganz aus freien Stücken hier bei uns in England lebte. Offenkundig zog er gleich seinem Heilsbringer Karl Marx ein Leben auf den britischen Inseln der gefährdeten Existenz unter den Sozialistengesetzen im Deutschen Reich vor. Die gerahmten Fotografien von LaSalle, Marx und Proudhon zwischen den beiden Schränken und der gut sichtbaren Griffhöhe platzierte erste Band der Originalausgabe von Marxens »Das Kapital« aus dem Jahr 1867 mit seinem charakteristischen gelblichen Umschlag sprach in einer sehr beredten Sprache über die Überzeugungen, welche in diesem Hause gepflegt wurden. Mr. Pembroke und ein Mann, dessen Kleidung ihn als Geistlichen auswies, waren bereits anwesend und erhoben sich bei meinem Eintreten. Pembroke drückte erst meine Hand, dann sein Bedauern aus, mich am Morgen nicht persönlich empfangen zu haben. Sein Händedruck war schlaff und feucht, ganz anders als bei seinem deutschen Stellvertreter. Der Geistliche war natürlich Anglikaner. »Das ist Rektor Gayhard«, stellte Pembroke vor. »Religion.« Er ergriff stumm meine Hand und drückte sie, als wollte er alle Flüssigkeit aus ihr herausquetschen. Dabei verströmte er einen penetranten Geruch nach Lavendelseife. Ich revanchierte mich mit einem noch festeren Händedruck. Gayhard zuckte leicht zurück und ließ sofort los. Ich wagte einen schnellen Blick auf seine Hand. Ihre Haut war dünn, ausgebleicht und offenbar schmerzempfindlich. Einen Moment lang hinterließen meine Finger tiefe Dellen darin. Eindeutig litt der Mann schon lange unter einem Waschzwang. Irgendwo im Hause bellte ein Hund. Kurz darauf erschien unsere Gastgeberin. Ich hatte ein stilles kleines Hausmütterchen mit Schwesternhäubchen, schlimmstenfalls sogar eine Art weiblichen Dragoner mit Oberlippenbart erwartet. Doch herein trat eine hochgewachsene, schlanke und ausgesprochen gut aussehende Frau von skandinavischem Typus, die mich mit traurigen Augen ansah. Ich erkannte sie sofort. Sie werden nicht glauben, wer es war. Sie werden mich sicherlich nicht im Unklaren lassen. Nun, es war Kleopatra. Doch nicht etwa die, die bei Sir Peter über dem Kamin hängt? Eben die. Oder genauer gesagt, die blonde Version davon. Erstaunlich. Nicht wahr? Bestimmt, dachte ich, hat sie unter den Herren hier einen schweren Stand. Ihr verstorbener Mann Anders war unser Naturkundelehrer. Aber das sagte ich ja bereits.
Da wir nicht nur Ihre Talente als Krankenschwester, sondern auch Ihre organisatorischen Talente zu würdigen wissen, machten wir ihr ein Angebot, unsere Hausdame zu werden, was sie kaum ablehnen konnte. Ich ließ mir natürlich nicht anmerken, dass ich sie erkannt hatte. Zur Begrüßung sprach sie mich auf Dänisch an, wobei sie mich natürlich den Gepflogenheiten ihrer Heimat folgend duzte. Du Orsedenska? Ich verneinte und stellte mich als naturalisierten Norweger vor. Je kommer fra Norge, men jemen engetlik engelskman. Engländer. Korrigierte sie mich. Ich hatte statt des dänischen Ausdrucks das mir vertrautere norwegische Wort verwendet. Wo der Eolit? Schade. Ohne Umschweife fuhr ihr von Kraut in die Parade. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Herren. Als wir uns gesetzt hatten, ergriff Rektor Gayhart mit selbstgewissem Ton das Wort. Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Gaben, die du uns am heutigen Abend wieder in reichem Maße bescheren wirst. Aber lehre uns auch Gehorsam und Demut gegenüber deinem Wort. Wer seinen Acker bebaut, der wird haben Brot in Fülle. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, ist ein Tor. Dem Menschen wird vergolten nach den Taten seiner Hände, doch der Mund des Toren ruft nach Schlägen. Die Gottlosen werden gestürzt und nicht mehr sein, aber das Haus der Gerechten wird bleiben stehen. Amen, echoten alle einschließlich meiner selbst. Nichts lag mir ferner, als durch Desinteresse an religiösen Bräuchen aufzufallen. Ich hatte die Warnung, die in Rektor Gayhards Worten lag, verstanden. Bedienen Sie sich, meine Herren. Ich esse keinen Fisch. Ich bin Vegetarianer. Es heißt Vegetarier, Nete. Vegetarier. Vergiss das nicht. Vegetarier, natürlich. Entschuldige, Yannick. Bei dem Wort Yannick, der dänischen Koseform von Johannes, verfinsterte sich von Krauts Gesicht. Diesmal sagte er jedoch nichts. Welch eine seltsame Runde ist hier zusammengekommen, dachte ich. Der Hausherr, ein offenkundiger Sozialist, und ein Tyrann, der Untergebene ständig korrigierte und zurechtwies. Der eine Gast, ein rabiater Prediger, und der Schuldirektor, allem Anschein nach ein Mann, der wenig zu sagen hat oder wenig sagen wollte, denn er beteiligte sich kaum am Gespräch, was ganz und gar nicht der Bedeutung seines Amtes entsprach. Noch hier daheim in der Baker Street hatte ich mir einen ausführlichen Lebenslauf zusammengestellt, die einzelnen Stationen auf Zettel geschrieben und auswendig gelernt. So konnte ich sicher sein, nichts zu verwechseln oder mich in Widersprüche zu verwickeln. Als erstes zückte Gerhard ein Taschenmesser, um das Lacksiegel seiner Aquavitflasche zu öffnen. La toa morla mea vida, stand auf der Klinge. Dein Tod ist mein Leben, übersetzte ich. Okzitanisch? Donnerwetter, Sigerson, ja. Habe ich mir aus der Languedoc mitgebracht. Es begleitet mich überall hin. Ich sehe, Sie kennen sich aus. Nicht überall, Rektor, nicht überall. Wie gerufen kehrte Nete zurück, um mit dem Abräumen zu beginnen. Nete, dein Hund. Wolli! Gehorsam verließ mich der Collie und trottete zu seinem Frauchen. Bevor Wolli das Zimmer verließ, wandte er mir noch einmal seine großen, dunklen Augen zu. Offenbar hatte er trotz der Kürze unserer Begegnung mit mir Freundschaft geschlossen. Nete schloss die Tür hinter ihm. War alles gut? »Wunderbar, Nete. Ich möchte bei dieser Gelegenheit mein Glas auf dein Wohl erheben, weil du uns am heutigen Abend so wunderbar verwöhnt hast. Auf dich, Nete.« »Auf, Nete. Unsere bezaubernde Nete.« Ich erhielt keinen Stundenplan, sondern setzte mich ins Musikzimmer, in das mich Muldoon führte, und wartete auf die Schüler. Resümierend kann ich sagen, dass die Stimmung unter ihnen höchst aggressiv war. Die erste Schülergruppe, die zu mir kam, bestand aus älteren Schülern, von denen mir einer sofort auffiel. Er hieß Andrew und war der Sohn des Eisenbahnmagnaten Asbury Bailey. Ein eingebildeter Kerl, ständig umgeben von einer Korona aus jüngeren Schülern, die ihm aufs Wort folgten. Seine Sportart war ganz eindeutig das Florettfechten, ohne Maske und Handschuhe, denn er hatte verschiedene Schmisse im Gesicht und an den Händen. Seine Körperkraft übertraf die Kraft seines Geistes um ein Vielfaches. Nachdem ich mich der Musiklerngruppe als neuer Vertretungslehrer im Fach Musik vorgestellt hatte, ging Andrew sofort zum Angriff über. Er schien so etwas zu sein wie der heimliche König des Internats. Auf jeden Fall zeigte sein Auftreten, welch ungute, aggressive Atmosphäre in diesen Mauern herrschte. Bei allem Respekt, Mr. Sigerson, Sie wären nicht der erste Musiklehrer, der uns schnell wieder verlässt. Soll das eine Drohung sein, Asbury Bailey? Ich sag's nur, wie es ist. Danke sehr, vielmals.
Dann fragte ich Andrew unter dem Vorwand, mich über den Stand der musikalischen Ausbildung im Allgemeinen und seine Musikalität im Besonderen ins Bild setzen zu wollen, welches Instrument er denn beherrsche. Geige. Geige was? Geige, Sir. Ohne anzuklopfen betrat Gayheart den Musiksaal. Bernstein, mitkommen! Der Schüler Bernstein erbleichte. Wird's bald? Darf ich fragen, Rektor Gayheart, was das... Dürfen Sie nicht, Siegerson. Es ist intern. Bernstein! Bernstein legte seine Geige und seinen Bogen auf seinen Stuhl, ging nach vorn und blieb vor Gayheart stehen. Bevor er sich umwenden konnte, hob ich meinen Geigenbogen und stemmte ihn quer vor Gayheart in den Türrahmen. Ich will jetzt wissen, was hier vorgeht. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Siegerson. Geben Sie den Weg frei, sonst... Sonst? Er blickte mich hasserfüllt an. Ich versuchte es mit einem Warnschuss. Dann erklären Sie mir doch bitte schön einmal, warum Sie Ihre Fingernägel derart abnagen. Gerade von einem Geistlichen sollte man Gelassenheit und Gottvertrauen erwarten. Unter welchem schrecklichen Druck stehen Sie? Seine Gesichtsfarbe wechselte ins Karmesinrote. Statt einer Antwort schlug er mit einer ausholenden Bewegung des freien Arms meinen Geigenbogen beiseite. Es ist intern. Merken Sie sich das. Er zerrte Bernstein weg und warf die Tür hinter sich zu. Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, klopften meine Schüler mit den Knöcheln an ihre Stühle, begeisterten Beifall. Es gelang mir aber nicht, ihnen zu entlocken, was passiert war. Immerhin konnte ich mir aus vielen gemurmelten Worten und Halbsätzen zusammenreimen, dass Bernstein in der Schulkapelle von Gayheart und von Crowd bestraft werden würde. Auf meine Frage, was er denn verbrochen habe, erhielt ich nur die kryptische Antwort, die Bestrafung brauche keinen Anlass. In der nächsten Musikstunde fehlte Bernstein. Der ist krank. Ich beschloss, nach dem Unterricht Bernstein einen Krankenbesuch abzustatten. Als ich vor dem Abendessen in die Nummer 25 kam, fand ich keinen Bernstein mehr vor. Er musste Lower Bridge verlassen. Er hat etwas gestohlen. Was denn? Rektor Gayheart hat eine goldene Uhr bei ihm gefunden, die ihm nicht gehörte. Aber ich glaub das nicht. Bernstein besaß gar keine goldene Uhr. Aha. Sie sagen Rektor Gayheart aber nicht, dass ich das gesagt habe, Mr. Sigison. Bitte. Versprochen. Sonst wirft mich der liebe Gott auch noch vom Dach. Wie Alice. Der liebe Gott hat Alice vom Dach geworfen? Warum denn das? Rektor Gayheart hat das gesagt, weil Alice sich nicht demütig gezeigt hat. Aber Sie verraten doch niemandem, dass ich das erzählt habe. Ich habe es doch schon versprochen. Hier, Hand drauf. Danke, Mr. Sigerson. Gegen diesen Akt der Willkür, in dem vermutlich auch Judophobie eine Rolle spielte, konnte ich momentan nichts unternehmen. Da Musikunterricht nicht unbedingt zu den Hauptfächern zählte, blieb mir viel Zeit für nachmittägliche Spaziergänge durch die kahle, winterliche Landschaft, über die noch kein Schnee seine schützende Decke gebreitet hatte. Obwohl die Temperatur fast den Gefrierpunkt erreichte, trieben die Schüler fleißig Sport. Sie machten Dauerläufe, übten sich im Ballspiel oder spielten trotz der Kälte Tennis oder fochten in Hemd, Weste und hochgekrempelten Ärmeln Florett. Ich klapperte natürlich die Gasthäuser in der Nähe ab. So diskret wie ich konnte, forschte ich nach dem Naturkundelehrer Anders Eriksson, der vom Dach gefallen war, als er in den Mond guckte, und nach dem Schüler Georges Bessimianois, der im zurückliegenden Sommer ertrunken sein sollte. In einer üblen Spelunke kam ich mit einem alten Säufer ins Gespräch, der anders als viele andere Bewohner der Gegend nicht in verstocktes Schweigen verfiel, wenn ihn ein Fremder ansprach. Er stellte sich als Herbert Gale vor. Sie wissen es nicht, Fremder. Was weiß ich denn nicht? Dass Fremde vom Dach fallen, wie dieser Anders, ein feiner Mann. Übrigens auch so ein Finne wie du. Norweger. Sag ich doch. Er hatte herausgefunden, was die Lehrer so alles treiben. Schlimme Sachen. Ganz schlimme. Was treiben sie denn? Er machte eine obszöne Geste, kam aber nicht mehr dazu, sie näher zu erläutern, denn einige schon stark angetrunkene Männer betraten den Schankraum. Gels Antwort war im allgemeinen Gelächter nicht mehr zu verstehen. Weil an eine Fortsetzung des Gespräches nicht mehr zu denken war, trat ich den Rückzug an. Was mir schon bei meiner Ankunft aufgefallen war,
wie wenig gepflegt die Außenanlagen des Internats waren. Natürlich gab es Gärten neben den Lehrerhäusern, aber die schienen mir stark vernachlässigt. Und entlang der Zäune, Mauern und Wege wuchs das Unkraut. Besonders eine Sorte fiel mir ins Auge. Sie hatte gezackte, zum Teil haarige Blätter. Ich hielt sie für Nachtschattengewächse. Allerdings fehlten die Samenkapseln, die für diese hochgiftige Pflanzengattung typisch ist. Als ob sie jemand abgeerntet hätte. Da meine botanischen Kenntnisse so ausgeprägt nicht waren, riss ich einige Blätter ab und steckte sie in die Tasche, um in einer stillen Stunde in der Bibliothek eine Bestimmung vorzunehmen. Als ich sicher sein konnte, dass die Schüler sich auf dem Sportplatz befanden, begab ich mich, in der Hoffnung unbeobachtet zu sein, in den Raum mit der Gaube, von dem aus Alice in den Hof gestürzt war. Es war eine Art Rumpelkammer, in der die Schüler ihre Koffer und andere Habseligkeiten aufbewahren durften. In der Regenrinne, die mehrere Meter vor dem Fenster verlief, lag noch der kleine lederne Tennisball. Das Holz des Fensters war gut gewachst, sodass es sich nahezu lautlos auf- und abschieben ließ. Ganz offenkundig hatte es jemand präpariert. Andernfalls wäre das Öffnen und Schließen in allen Zimmern und Stuben zu hören gewesen. Ein Blick auf die Dachfläche vor dem Fenster verriet mir auch, zu welchem Zweck. Zwischen einem Blech und den Ziegeln gab es dort eine Kuhle. Sie war im Gegensatz zu ihrer unmittelbaren Umgebung frei von Moos und Ablagerungen. Hier musste etwas gelegen haben. Vermutlich der Ball, der jetzt in der Regenrinne lag. Im Raum neben dem Fenster verlief, etwa ein Inch von der Wand entfernt, ein mit grauer Farbe gestrichenes Bleirohr, wohl eine Wasserleitung. Genau in Höhe des Fensters, aber auf der dem Fenster entgegengesetzten Seite, war die Farbe völlig abgerieben und das Rohr eingedellt. Zweifellos hatte hier jemand ein Seil befestigt und versucht, sich aus dem Fenster abzuseilen. Endlich wurde es Nacht. Im kalten Licht des Vollmondes glitzerte der Reif auf den Dachziegeln. Gott sei Dank lag kein Schnee. Natürlich wäre es gefährlich gewesen, mit normalen Schuhen auf das Dach zu klettern. Aber ich habe Ihnen ja schon einmal erzählt, dass ich während meiner Abwesenheit nach der unseligen Reichenbach-Geschichte bei japanischen Schattenkämpfern, den Ninjas, das eine oder andere lernen durfte. Habe ich den Ausdruck Ashiko erwähnt? Nein? Ja, das sind Krallen, die man zum Klettern über die Füße oder Schuhe zieht. Ninjas können damit und mit entsprechenden Handkrallen, Shuko genannt, wie Eidechsen und völlig lautlos senkrechte Mauern hinaufklettern. Nun, ich kann das leider nicht, aber ich wusste, meine geringe Übung würde reichen, um eine Rutschpartie über das Dach hinab in den Hof zu verhindern. Bevor ich mich auf den Weg zur Regenrinne begab, hakte ich noch einen Kletterhaken mit einem Seil daran am Fensterbrett fest. So konnte ich mich festhalten und würde das Gleichgewicht nicht verlieren. Vorsichtig, einen Fuß vor den anderen setzend, drang ich die 6 Meter, mehr waren es nicht, zur Dachrinne vor, bückte mich, ergriff den Ball und steckte ihn in die Tasche meines Capes. Gerade wollte ich mich auf den Rückweg begeben, da bemerkte ich ein Rucken am Seil. Ich blickte auf und sah im Mondlicht 2 behandschuhte Hände aus dem Dachfenster strecken. Die eine Hand hielt das Seil, die andere versuchte es mit einem Messer durchzuschneiden. Das dazugehörige Gesicht blieb im Dunkeln. Jetzt hätten Sie meine Webley gebraucht. Und mit einem Schuss das ganze Internat aufgeweckt. Watson, ich bitte Sie. Was haben Sie denn dann getan? Wieso sitzen Sie noch so unversehrt vor mir? Mein Gott, machen Sie es doch nicht so spannend. Wiederum die Ninjas. Sie verfügen über Wurfgeschosse für den lautlosen Kampf, sogenannte Shuriken. Ich hatte mir einen 4-zackigen Wurfstern eingesteckt. Für alle Fälle, denn Messerwerfen ist eine unsichere Angelegenheit und erfordert jahrelanges Üben. Nur ein kleiner Patzer und man verfehlt sein Ziel. Ein 4-zackiger Wurfstern trifft nahezu immer. Bevor also mein unsichtbarer Gegner das Seil durchschneiden konnte, warf ich meinen Wurfstern aufs Geratewohl ins Fenster. Getreu dem Shakespeare-Wort, wer auf schlüpfrig glattem Boden will stehen, hat keine Skrupel, das Gemeinste als Stütze zu ergreifen. Ich hörte einen unterdrückten Schrei und das Messer auf die Dachziegel fallen. Bevor es an mir vorbeischlitterte, konnte ich es gerade noch ergreifen. Bis ich das Fenster wieder erreicht hatte, war die Dachkammer leer. Meinen Wurfstern fand ich nicht und es war auch zu dunkel, um danach zu suchen. Zunächst kehrte ich aber einmal zu meiner Unterkunft zurück, um das Messer und den Ball zu untersuchen. Die Ingravur »Dein Tod ist mein Leben« auf der Klinge verriet mir, wer der Besetzer war. Der Ball war ein gewöhnlicher Tennisball.
Er sah aus, als hätte er lange Zeit im Freien gelegen, denn das Leder war hart und rissig geworden. An einer Stelle jedoch war eine Naht aufgetrennt. Etwas steckte darin. Lassen Sie sich doch nicht jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen. Was war es? Ein Schlüssel mit einer Messingkapsel vorne dran. Solche Schlüssel gehören nicht zu gewöhnlichen Türen, sondern zu Tresoren. Aha. Am nächsten Morgen vor dem Unterricht musste ich mit Meldun sprechen. Wo haben Sie denn den her? Der gehört doch zu dem alten Safe oben in der Rumpelkammer. Deutsches Fabrikat. Wir mussten ihn damals dorthin schaffen. Eine Schweinearbeit, das Ding ist tonnenschwer. Es war noch unter Mr. Pembrokes Amtsvorgänger, Mr. Willis. Der hatte seinen Schlüsselbund verloren, mit dem Safe-Schlüssel dran. Es gab nur einen und einen Safe, der nicht aufgeht. Naja, Sie wissen schon. Ich ließ mir von Meldun erklären, wo sich der Safe jetzt befand, verpflichtete ihn zum Schweigen, bat ihn, meinen Schülern auszurichten, ich käme 10 Minuten später und ging den Safe öffnen. Mein Schlüssel passte. Der Tresor war leer, bis auf ein Buch im Großfolio-Format und einige kleinformatige Zeichnungen. Ich steckte beides rasch in meine Aktentasche, schloss ab und ging wieder. Als ich meinen Unterricht beginnen wollte, erfuhr ich, dass sich Rektor Gayhart wegen Unpässlichkeit krank gemeldet habe. Nach dem Unterricht begann ich zu Hause meinen Fund zu inspizieren. Aus dem Buch, es war sinnigerweise eine Halblederausgabe von Stevensons Schatzinsel, war vielleicht die Hälfte der Seiten herausgeschnitten. An ihrer Stelle lag ein kleiner Skizzenblock mit scheinbar leeren Blättern, sowie in der Mitte gefaltet einzelne Blätter mit Kohlezeichnungen von größerem Format. Die Bilder waren nicht signiert, aber der Urheber konnte nur Alice sein. Dafür sprach auch, dass auf dem ersten Blatt der Hippopotamus-Schädel aus Sir Peters Wohnzimmer, dargestellt mit einer verblüffenden dramatischen Schattenwirkung, prangte. Als ich die weißen Blätter schräg gegen das Licht hielt, sah ich, dass sie mit einer unsichtbaren Flüssigkeit bemalt worden waren. Sie erinnern sich sicher, auf eine Geheimtinte hatte ich schon während des Besuches bei Sir Peter geschlossen. Ich entzündete eine Kerze und machte mich daran, Blatt für Blatt anzuschauen. Wenn eine Zeichnung sichtbar geworden war, pinselte ich Blutzuckerlösung darüber, damit es nicht wieder verschwinden konnte. Es handelte sich um eine Art Bildergeschichte, die Alice in etwas fehlerhaftem Deutsch mit »Das geheimen Leben der Nilpferde« überschrieben hatte. Auffallend ist, dass Alice sämtliche Figuren Nilpferde sind, die wie wir Menschen aufrecht gehen, Hände zum Greifen haben und Kleidung tragen. Mit Alice ist wirklich ein großer Künstler viel zu früh dahingegangen, denn es war ihm gelungen, jeder der tierischen Gestalten das Aussehen von Lehrern oder Mitschülern zu verleihen. Ich musste laut lachen, als ich die Karikaturen von Rektor Gayhart mit seinen wulstigen Lippen, von Crowd mit seinen kalten Knopfaugen und Pembroke mit seinen schütteren Haaren und dem unsicheren Blick wiedererkannte. Hinzu kamen Dutzende verschiedener kleiner Nilpferde, bei denen es sich ganz offensichtlich um Schüler von Lowerbridge handeln musste. Denn sie trugen Schulbücher unterm Arm, gingen verschiedenen Sportarten nach oder wurden in Posen oder Tätigkeiten festgehalten, die für die jeweilige Person typisch sein mochten. Was sie taten, beziehungsweise was ihnen angetan wurde, war alles andere als lustig. Auf einigen Blättern waren auch Bilsenkrautblätter zu sehen und Nilpferdkinder, die auf fliegenden Besen ritten. Wie Sie wissen, ist Bilsenkraut ein Halluzinogen, das die Illusion des Fliegenkönnens weckt. Daher wird das Bilsenkraut auch Hexenkraut genannt, weil Frauen nach seinem Genuss glaubten, durch den Schornstein reiten zu können. Aber das ist eine andere Geschichte. Offenbar wollte Alice mit diesen Bildern andeuten, dass der Bilsenkrautkonsum unter seinen Mitschülern durchaus verbreitet war. Ein besonderes Kapitel war überschrieben mit « À bas la bizutage», »Nieder mit der Bizutage«. Kennen Sie Bizutage? Ich vermute, es ist etwas Ähnliches wie das berüchtigte Hazing in den USA. Ich habe als Junge davon gehört, die Freshmen, also die Studienanfänger, werden zu allerlei ekligen, ehrenrührigen oder schreckenerregenden Handlungen gezwungen. Zum Beispiel müssen sie Cocktails trinken, deren Hauptbestandteil gewisse Körperflüssigkeiten sind, oder zur Mittagszeit ohne Kleider ein Bad in einem öffentlichen Brunnen nehmen oder in einer Leichenkammer voller Toter übernachten. Widerlich. Auch in den deutschen Burschenschaften sollen solche Sachen als Aufnahmerituale vorkommen. Genau. Die Bizutage ist eine speziell an französischen Schulen oder an Lowerbridge gepflegte Grausamkeit. Wer sich einer solchen Aufgabe verweigert oder an ihr scheitert,
rückt in der Schul- oder Universitätshierarchie ganz nach hinten. Und die Old Boys sorgen dafür, dass das später bei der Suche nach einer geeigneten Stellung nicht vergessen wird. Die Bizutage entscheidet also mit über das berufliche Wohl und Wehe des Abgängers. Leider gibt es das auch an britischen Schulen. Leider. Und auf fast allen Seiten über die Bizutage ist von Crowd zu sehen, mit einem wohlgefälligen Grinsen in seinem unsympathischen Gesicht, wenn einen Eleven mit seinem Gürtel oder einer Art Ochsenziemer verprügelte. Das ist ja abscheulich. Das habe ich selbst bei den Jesuiten nicht erlebt. Genauso geschockt war auch ich. Ich beschloss, diesem Wüstentreiben sofort ein Ende zu bereiten. Doch zunächst sollte es nicht dazu kommen. Nachdem ich die Bilder auf dem Skizzenblock sichtbar gemacht hatte, schloss ich sie in meiner Schreibtischschublade ein. Die anderen Blätter schob ich einer Eingebung folgend zwischen die Notenhefte, die ich mitgebracht hatte. Was war denn auf diesen Blättern dargestellt? Davon später. Erst einmal machte ich meine Alarmanlage scharf. Ich hatte von zu Hause, der Baker Street, einen kleinen Zinnbecher mit abgesägtem Boden und ein Tütchen mit winzigen eisernen Kügelchen mitgebracht. Nun stellte ich den Zinnbecher auf ein Blatt Papier und füllte die Kügelchen hinein. Dann zog ich vorsichtig das Papier wieder darunter hervor. Wenn jetzt jemand den Becher wegnahm, würden sich die Kügelchen im gesamten Zimmer verteilen. Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit, sie restlos alle aufzusammeln und in den Becher zurückzugeben, besonders wenn die Zeit drängt. Dann machte ich mich auf den Weg zu Gayhart. Sein belgischer Nachbar, Monsieur Oudungs, verwickelte mich jedoch leider in ein längeres kollegiales Gespräch, dem ich mich, wollte ich meine Tarnung aufrechterhalten, nicht so schnell entziehen konnte. Erst nach über 2 Stunden konnte ich mich mit Hinweis auf meinen morgigen Unterricht endlich verabschieden, ohne ihn zu kränken. Als ich in mein Wohnzimmer zurückkehrte, zeigte meine stille Alarmanlage an, dass ich ungebetenen Besuch gehabt hatte. Ich zog meinen Hufeisenmagneten aus der Tasche hervor und fuhr damit über den Tisch und den Boden darunter. Im Nu hingen 2 Dutzend Eisenkugeln am Magneten. Dachte ich es doch. Außerdem bemerkte ich das Fehlen meiner Brieftaube. Ihr Käfig war leer, aber die Käfigtür geschlossen. Im Raum war sie nicht mehr. 2 Dinge waren mir klar. Jemand schien mich beobachtet zu haben und wollte mich der Möglichkeit berauben, mich jemandem mitzuteilen. Deshalb schenkte er der Brieftaube die Freiheit. Und dann entdeckte ich, dass das Buch fort war. Dabei war die Schublade abgeschlossen. Offenbar besaß jemand einen Nachschlüssel. Wenigstens lagen die Nähte betreffenden Blätter noch zwischen den Noten. Tja, Watson, die Sache entwickelte sich ganz anders weiter, als sie begonnen hatte. Ich könnte sogar sagen, sie entglitt mir regelrecht. Mit solch einem hohen Maß an krimineller Energie in einer Schule hatte ich nicht gerechnet. Noch einmal ging ich zu Gayhart, wiederum vergeblich. Ich war der Verzweiflung nahe. Womöglich fände Gayhart durch meine Nachlässigkeit Zeit, Alice' Bilderbuch zu vernichten. Wie sehr fehlt mir jetzt die Brieftaube, um Verstärkung zu holen? Ich hatte mich schon aufs Bett gelegt, um eine Stunde zu schlafen, als die Hausglocke erklang. Ein Hund bellte. Ich warf meinen Morgenmantel über und ging zur Tür. Vor dem Haus stand Nete mit ihrer Hundedame, die ganz aufgeregt war. Nete hatte ein Tuch umgeworfen. Schnell, Zorn, du musst mir helfen. Ich glaube, Gayhart hat sich was angetan. Ich komme. Ich holte noch meine Tasche, dann folgte ich ihr. Er kam vorhin zu mir. Er war ziemlich verletzt. In seiner Wange steckte so ein Metallstern. Der Zacken davon war zwischen Ober- und Unterkiefer in die Mundhöhle gedrungen. Ich kündigte ihm an, auf 3 ziehen wir ihn heraus und zählte bis 2. Dann zog ich. Es blutete schlimm und wollte gar nicht mehr aufhören. Eigentlich meinte ich, müsse die Wunde ein Arzt behandeln. Aber er wollte das nicht. Während ich noch Mull zurechtschnitt, versuchte er, ein Buch im Ofen zu verbrennen. Die Schatzinsel. Ich wollte wissen, was das war, aber er sagte, das ginge mich nichts an. In meinem Haus geht mich alles an, was sich darin ereignet. Ich öffnete den Ofen, um herauszuholen, was er hineingeworfen hatte. Doch er versuchte, mir den Weg zu vertreten. Ich stach kurzerhand mit der Nadel, mit der ich seine Wunde nähen wollte, zu. Als er mich packte, verteidigte mich Wolly. Sie biss ihn ins Bein. Ich hatte sie noch nie so wütend gesehen. Gayhart schrie wie am Spieß. Aus, Wolly, rief ich, und ab. Endlich ließ sie von Gayhart ab. Ich holte erst das Buch aus dem Ofen, das noch kaum angesenkt war, weil das Feuer im Ofen schon ganz heruntergebrannt war. Dann ohrfeigte ich Gayhart so fest ich konnte, nähte die Wunde in der Wange, verband die Bisswunde und sagte ihm, er solle sich nie wieder hier blicken lassen.
Dann humpelte er davon. Das war sehr gut, Nete. Ja, aber mir war nicht wohl bei der Sache. Ich überlegte schon, ob ich dich holen sollte, war mir aber nicht sicher. Deshalb schaute ich erst mal die Schatzinsel an. Warum wollte er die verbrennen, fragte ich mich. Beim Aufschlagen traute ich meinen Augen kaum. Ich erkannte sofort, dass das Zeichnungen von Alice waren. Über Gayhard und von Kraut. Diese Schweine. Trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen, denn schließlich hatte meine Wolli ihn gebissen. Ich nahm meine Petroleumlampe mit, ging zu ihm und leuchtete in sein Wohnzimmer. Jetzt liegt er am Boden und rührt sich nicht mehr. Dann beschloss ich, dich zu holen. Ich ahnte, du bist kein Lehrer, sondern wahrscheinlich ein Strisser. So eine Art Polizist. So. Sie hatte ihre brennende Petroleumlampe unter dem Wohnzimmerfenster stehen lassen. Tatsächlich. Gerhard lag am Boden. In seiner Atemnot hatte er sein Hemd aufgerissen und im Fallen einen kleinen Tisch umgeworfen. Wir müssen ihm helfen. Die Tür ist zu. Ich habe keinen Schlüssel. Das macht nichts. Ich riss mehrmals am Klingelzug und wartete einige Sekunden. Der Nachbar, Monsieur Oudongs, sollte nicht sagen können, ich wäre einfach mit Nete in ein fremdes Haus eingedrungen. Leuchte mir mal. Nachdem ich mein Mäppchen mit den Sperrhaken aus meiner Tasche hervorgezogen hatte, drehte ich Netes Lampe so, dass ich das Schloss sehen konnte und wusste, welchen Sperrhaken ich auswählen musste. Mit einem leisen Knacken öffnete sich die Tür schon beim ersten Versuch. Du bist wirklich kein Musiklehrer. Ich meine, ich bin eine Frau, aber ich bin nicht blöd. Musiklehrer kriegen doch eine Tür nicht so einfach auf. Bist du ein Geheimagent? Fast. Dann standen wir vor Gayhard. Er lebte noch, atmete aber schwer und rasselnd. Seine rechte Wange war mit groben Stichen genäht und mit Jod desinfiziert worden. Sein rechtes Hosenbein war aufgeschnitten, das Bein verbunden. Blut war durch den Verband gedrungen. Neben Gayhard auf dem Boden lag ein Fläschchen. Ich hob es auf, um daran zu riechen. Er hat Bilsenkraut genommen, hoffentlich nicht mehr als 50 Milligramm. Die wirken mit absoluter Sicherheit tödlich, Atemlähmung. Wir müssen ihm eine Spritze geben, rasch. Gehorsam begann sie, seinen Arm abzubinden. Ich holte aus der Tasche die Fiole, die sie mir gegeben hatten, Watson, zog den Inhalt auf die Spritze und verabreichte ihm eine Injektion. Im Nu wurde der Atem ruhiger und gleichmäßiger. Nete las das Etikett des Fläschchens. Physostigmin. Kenne ich nicht. Bist du auch Arzt oder was jetzt? Ich bin beratender Detektiv aus London. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich soll herausfinden, wie und warum Alice Morton Klaproth ums Leben kam. Das Physostigmin hat mir mein Kollege und Freund Watson gegeben, weil Alice Pfeife nach Alkaloiden roch. Ich befürchtete, dass wir das Mittel brauchen würden. Du musst jetzt Gayhards Herz überwachen. Hier hast du Watsons Stethoskop. Hoffen wir das Beste. Sie nickte, setzte es auf Gayhards affenartig behaarte Brust und begann die Herztöne abzuhören. Was sie hörte, schien sie zufriedenzustellen. Wally beobachtete alles ganz genau, so als wüsste sie, was da vor sich ging. Ich hielt den Zeitpunkt für gekommen, Nete zu überrumpeln. Woher kennst du eigentlich Sir Peter Klaproth? Das weißt du auch schon? Cleopatra. Sir Peter ist mein Auftraggeber, unter anderem. Also, woher kennst du ihn? Direktor Pembroke machte uns miteinander bekannt, als Peter wegen einer Gedenkfeier für Alice hier war. Ich hatte mich wegen seiner Stimmbandkrämpfe ja oft um ihn kümmern müssen. Er war so oft krank. Peter hat mich zu sich eingeladen und er erinnerte mich so an Alice. Als er mich ansah und mich... Also da war es fast so als... Als ob er Alice wäre, nicht wahr? Du und Alice, ihr... Ja, Sherlock Holmes, wir. Woher weißt du das? Er hat auch das verewigt. Ich werde dir seine Bilder zurückgeben, denn sie gehen nur dich und ihn etwas an. Ich danke dir. Ich muss jetzt nicht ausführlich schildern, wie wir Gerhard auf sein Sofa legten. Dabei fiel mir auf, dass seine Hosenbeine einen Aufschlag besaßen. Schnell zog ich meinen Magneten aus der Tasche und fuhr damit durch die Aufschläge. Prompt hafteten 4 oder 5 Kügelchen am Magneten. Aha, er ist also der Einbrecher. Während wir gemeinsam an Gayhards Lager wachten, kraulte ich Wally und erklärte Nete die Zusammenhänge aus meiner Sicht. Sie ergänzte einiges aus ihrer Sicht und schüttete mir nebenbei ihr Herz aus. Anders unterrichtete Naturkunde, aber das weißt du ja schon. Obwohl er ein Mann war, war er eine richtige Kräuterhexe.
Er kannte alle Pflanzen und ihre Wirkung. Aus dem Bilsenkraut destillierte er ein krampflösendes Mittel. Es sprach sich unter den Schülern allerdings schnell herum, dass man damit einen ganz schönen Rausch bekommen konnte, ganz ohne Alkohol. Sie sammelten sämtliches Bilsenkraut, das sie finden konnten. Es gab ja genug. Bald entdeckte Anders, dass Yannick es zu Rauschgift verarbeitete. Und dass Gayhard sich damit die Schüler gefügig machte, die er... Also mit denen er... Ich verstehe. Als Anders drohte, zur Polizei zu gehen, fiel er bei astronomischen Beobachtungen in der Nacht von seinem Turm. Niemand will gesehen haben, wie es passierte. Eigentlich kann da niemand herunterfallen, es sei denn, er klettert über die Zinnen. Aber ich wette, es war entweder Gayhard oder Yannick. Gayhard ist stärker, Yannick gewalttätiger. Aber ich kann es nicht beweisen. Also nahm ich Pembrokes Angebot an, Krankenschwester zu bleiben und obendrein die Hausdame zu werden. Seitdem sorge ich dafür, dass die Wäsche der Schüler gewaschen wird und sowas alles. Außerdem kann ich hier wohnen und Anders Grab pflegen. Ich tat, als wäre ich völlig ahnungslos und hoffte, dass eines Tages der Tag der Rache kommen würde. Ich glaube, das ist heute. Und Alice? Alice war mein Sorgenkind. Er war so sensibel und so schwach. Es gibt Jungen, die sind nicht für das Leben im Internat gemacht. Er war so einer. Oft kam er zu mir, wenn die Not allzu groß wurde und ihm den Atem nahm. Ich mischte ihm ein paar Tropfen Bilsenkrautextrakt in seinen Tabak. Es entspannte ihn wirklich. Seine Krämpfe ließen nach. Aber er tat auch mir gut. Er war so, so feinfühlig und so behutsam. Besonders nach Anders Tod. Und so ist das irgendwann passiert. Aber Yannick, der stellt mir seit Anders Tod nach. Vielleicht wussten oder ahnten Yannick und Gayhard oder einer von beiden auch etwas von Alice Nilpferd-Geschichten. Wie die Schüler einander quälten oder wie einige Lehrer furchtbare Sachen mit ihnen machten. Alice hat Lua Bridge so gehasst. Und diese ganzen schrecklichen französischen Rituale. Es gibt da so ein Wort, ich habe es vergessen. Bizutage? Ja, genau. Ich schaue mich noch einmal kurz um. Bleib bitte hier bei Gerhard. Auf dem Schreibtisch lag ein Briefumschlag mit der Aufschrift »Nach meinem Tod zu öffnen«, den ich nicht anrührte. In der Küche standen einige Fiolen ohne Aufschrift, bei deren Inhalt es sich dem Geruch nach um ein Gebräu aus Bilsenkraut handelt. Die interessanteste Entdeckung aber machte ich im ersten Stock im Schlafzimmer Gayhards, genauer gesagt vor dem Fenster. Da hing an einem Haken eine Keksdose aus Blech. Eine an ihrem Boden befestigte dünne Schnur verschwand in der Morgendämmerung. »Da drüben wohnt doch von Kraut, Nete, nicht wahr?« »Ja, warum?« »Da, schau her.« Im nächsten Augenblick stand sie mit dem Hund neben mir. »Was ist das?« »Ein Büchsentelefon. Das bauen sich kleine Jungs, um sich über größere Entfernungen zu verständigen. Pass auf.« Da mein richtiger Name in Kürze ohnehin allgemein bekannt sein würde, zog ich kräftig an der dünnen Schnur, an deren anderen Ende es Metallen schepperte. Zu meinem Erstaunen ging ein Fenster, das ich nicht sehen konnte, auf. Ich war an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr auf meine sorgfältige Vorbereitung zurückgreifen konnte, sondern improvisieren musste. Dabei kam mir zustatten, dass ein Büchsentelefon zwar Worte, aber nur unzureichend die individuelle Stimme eines Menschen überträgt. Hoffentlich wusste von Kraut noch nicht Bescheid. Rasch hielt ich mir die Büchse ans Ohr. »Was willst du zum Teufel?« »Es ist aus. Er weiß alles.« »Wer?« »Sigerson natürlich. Er ist gar kein Musiklehrer, sondern ein Geheimagent oder sowas. Er hat mich mit seinem Wurfdings verletzt, als ich ihn vom Dach werfen wollte, wie den kleinen Klaproth. Und er weiß, dass ich bei ihm eingebrochen habe. Ich habe bei ihm neue Zeichnungen von diesem kleinen Miststück Klaproth gefunden.« Wir sind beide gut getroffen, in voller Aktion. Alles, was recht ist. Außerdem hat der Schüler zum Reden gebracht. Nix mehr, Omerta. Ich wollte es dir nur sagen. Dich kriegen sie nämlich als Nächsten. Ich mache jetzt Schluss. Ich kann nicht mehr. Finito. Damit hängte ich die Büchse wieder an den Haken und schloss das Fenster. Mal sehen, welche Wirkung meine kleine Improvisation zeitigen würde. Nun hieß es abwarten. Nito und ich verbrachten die wenigen Stunden bis zum Tagesanbruch an Gayhards Krankenlager. Er würde, da war ich mir sicher, so schnell nicht von hinnen gehen. Nete verdanke ich die noch fehlenden Puzzlestücke zur Abrundung des Gesamtbildes. Yannick, also von Kraut, liebte es, drakonische Strafen über die Schüler zu verhängen. Besonders, wenn er einen Schüler erwischte, der ihm seinen Namen gab, wie er das nannte. Sie nannten ihn nämlich hinter seinem Rücken auf Deutsch Unkraut. Die Prügel hat er dann persönlich verabreicht.
mit einem Stück Leder aus Nilpferdhaut. Er hat das bei irgendeinem deutschen Reiseschriftsteller gelesen. Karl May, die Nilpferdpeitsche des Hadschi Halef Omar. Genau, von der hat er immer gesprochen. Du bist gut. Es ist mein Beruf, solche Sachen zu wissen. Wahrscheinlich wollte er mich auch nur zum Auspeitschen. Er ist zwar ein Feigling, aber er kann anderen Menschen seinen Willen aufzwingen. Ich wette, Yannick hat Gayhard aufgehetzt, Alice umzubringen. Die beiden waren Komplizen. Alice wollte aus der Dachrinne einen Schlüssel zum Safe holen, wo er seine Zeichnungen versteckte. Und nun? Sollten wir uns etwas stärken. Gayhard war eingeschlafen. Sein Atem ging gleichmäßig und ruhig. Nete bereitete uns aus seinen Vorräten ein Frühstück. Dann verließen wir das Haus. Sie, um Wally in den Zwinger zu sperren und um nach dem Arzt schicken zu lassen, ich, um mich bei mir zu Hause zu rasieren. Bevor wir uns trennten, äußerte sie noch eine Bitte. Sag niemandem etwas von mir und Clab Roth. Es ist auch so schon schwer genug. Du hast mein Ehrenwort. Die erste Person, der ich im Schulgebäude begegnete, war, ungewöhnlich für diese frühe Morgenstunde, Direktor Pembroke. Er befand sich im Zustande höchster Aufregung, wischte sich dauernd mit dem Taschentuch über die Glatze und schimpfte mit seinem darüber höchst verzweifelten Schreiber. Die Schüler liefen ebenfalls in kleinen Grüppchen aufgeregt diskutierend hin und her. Was ist denn passiert? Stellen Sie sich vor, Sigerson! Vorhin hat mir Nete gemeldet, dass Rektor Gayhard in der Nacht Gift genommen habe, aber am Leben sei. Meldun ist schon losgefahren, Dr. Prentice zu holen. Außerdem ist mein Stellvertreter nicht aufzufinden. Ich war selbst schon bei von Kraut zu Hause, aber er macht nicht auf. Oh Gott, was soll ich nur tun? Darf ich Sie unter vier Augen sprechen, Sir? Ach, das noch. Na, dann kommen Sie mit in mein Arbeitszimmer. Hinter seinem Schreibtisch ließ er sich, erschöpft von so vielen Sorgen, auf seinen Stuhl fallen. Sie wollen doch nicht etwa kündigen, Sigerson. Hat Ihnen etwa der schreckliche Andrew, dieser Asbury Bailey, so zugesetzt? Nein, hat er nicht. Ich will auch nicht kündigen, Sir. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen. Schauen Sie sich das einmal an. Ich legte den Block mit Alice Zeichnungen und Gayhards Messer vor ihn. Wo haben Sie das her? Ich dachte, Gayhard hätte Clab Roths despektierliche Schmierereien alle verbrannt. Ach, Sie waren eingeweiht. Interessant. Nun, der junge Künstler hat Vorsorge gegen ein Autodafé getroffen. Seine Zeichnungen waren erstens mit Geheimtinte ausgeführt, die ich mir erlaubt habe, sichtbar zu machen und zu fixieren. Zweitens waren sie sorgfältig versteckt im alten Safe ihres Amtsvorgängers. Aber wie hat Clab Roth ihn ohne Schlüssel aufbekommen? Ich meine... Er besaß diesen Schlüssel. Ob stibitzt oder gefunden, das weiß niemand. Den Schlüssel verwahrte er in einem aufgeschlitzten Tennisball und diesen wiederum auf dem Dach. Aus irgendeinem Grund geriet der Ball in die Dachrinne. Bei dem Versuch, ihn zu bergen, stürzte Clab Roth in die Tiefe. Wobei Rektor Gayhard nachgeholfen hat, indem er das Seil durchschnitt, mit dem sich Clab Roth zu sichern versuchte. Ich warf das Seilstück auf den Schreibtisch. Bei mir hat er dasselbe versucht, aber ich wusste mich zu verteidigen. Am Ende versuchte Rektor Gayhard freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Auf seinem Schreibtisch werden Sie einen entsprechenden Brief vorfinden. Nate und ich konnten Gayhard jedoch durch die Injektion eines Gegenmittels retten. Wussten Sie eigentlich von den selbstgebrauten Rauschtrinken? Natürlich wusste ich das. Ich habe gleich gesagt, dass das nicht gut ausgehen würde. Aber Sie wollten mir ja nicht glauben. Sie versicherten, es könne nichts passieren. Und warum haben Sie nicht eingegriffen, als Sie merkten, dass Rektor Gayhard den Schülern näher kam, als es ihm von Amts wegen gestattet sein durfte? Und Johann Wolfgang von Kraut, dem Marquis de Sade, heftigste Konkurrenz machte? Sie sind doch der Direktor hier. Oh Gott, er weiß alles. Weil ich konnte nichts machen. Gayhard hatte mich in der Hand. Es gibt da Briefe... Behalten Sie es für sich, Mr. Pembroke. Die ganze Affäre ist mir jetzt schon viel zu unappetitlich. Pembroke schwieg eine Weile. Ich ließ ihn zappeln. Sagen Sie, Sigerson, Sie spielen zwar wunderbar Geige, aber Sie sind doch nie im Leben Musiklehrer.
Sie scheinen mir eher so etwas wie ein kleiner Sherlock Holmes zu sein. Ganz recht. Ein Sherlock Holmes? Einfach Sherlock Holmes in eigener Person. Sehr erfreut. Sherlock Holmes persönlich? Dann kann ich mich ja jetzt erschießen. Stehen Sie lieber wie ein richtiger Mann zu den Ereignissen an Ihrer Schule und schicken Sie nach einem Constable. Dann sehen wir weiter. Tja, Watson, der Rest ist schnell erzählt. Gerhard legte noch im Hospital ein Geständnis ab. Er machte sich tatsächlich die Schüler, zu denen er in unziemliche Beziehung treten wollte, mit einem Destillat aus Bilsenkraut gefügig. Das Rezept stammte von Anders Eriksson. Hergestellt wurde es von von Kraut, der nicht nur über die nötigen Chemiekenntnisse verfügte, sondern sogar Gerätschaften aus dem Chemiesaal dafür nutzte. Nein! Von Kraut liebte das Prügeln über alles. Gerne brach er mit seinem Ochsenziemer den Widerstand, den das Rauschkraut bei Gerhards Opfern nicht zu brechen vermochte. Sie sehen mich zutiefst entsetzt. Nete zufolge stürzte ihr Mann genau in der Nacht des Tages in den Tod, an dem er sich nicht nur geweigert hatte, weiter Bilsenkraut zu destillieren, sondern auch mit einem öffentlichen Skandal gedroht hatte. Einzelne Schüler, mit denen ich sprach, gestanden schließlich, dass es ein guter Brauch gewesen sei, auf den See hinaus zu rudern, um sich dort ungestört dem Genuss des Bilsenkrautes hinzugeben, das nicht nur berauscht, sondern oft auch schreckliche Halluzinationen hervorruft. Das scheint bei Bessimian Noir der Fall gewesen zu sein. Er fiel aus dem Boot und ertrank elendiglich. Da er aber bei seinem Tod allein war, fehlen uns die Beweise. Es wird daher ein tragischer Unfalltod bleiben. Ach. Gerhard hatte offenbar von Ellis Karikaturen erfahren oder sie sogar gesehen und einige von ihnen verbrannt. Von Schülern, die für ihn als Spione tätig waren, erfuhr er das Versteck im Tresor, kam aber selbst nicht heran, weil Ellis den einzigen Schlüssel besaß. Warum der Ball mit dem Schlüssel darin in die Dachrinne rollte, werden wir nie erfahren. Jedenfalls unternahm Ellis einen halsbrecherischen abendlichen Versuch, ihn zu bergen. Bei dieser Gelegenheit schnitt Gerhard ein Seil durch, an dem sich Ellis festzuhalten versuchte, und er stürzte in den Hof. Und was wird jetzt aus Gerhard, Holmes? Nichts mehr, Watson. Gerhard verstarb kurz nach seiner Einlieferung in ein Gefängniskrankenhaus an der Influenza. Also nicht an den Folgen ihrer Physostigminkur? Keinesfalls. Aber seine Gesundheit war so angegriffen, dass er der Epidemie, die unter den Mitgefangenen wütete, nichts entgegenzusetzen hatte. Ihm ist ein schlimmes Schicksal erspart geblieben. Denn Sie wissen ja, was Häftlinge mit denen machen, denen man unziemliches Verhalten Kindern gegenüber nachsagt. Natürlich weiß ich das. Und von Kraut? Der floh gleich nach meinem Büchsentelefonat unter Hintanlassen seiner sozialistischen Bibliothek und etlicher flagellantischer Werkzeuge mit einem Fahrrad und ward von Stund an nicht mehr gesehen. Und was wurde aus Pembroke und aus Nete? Pembroke erschoss sich natürlich nicht. Er ist und bleibt ein Schwächling. Es war für mich ein leichtes, die belastenden Briefe in Gerhards Wohnung hinter der Holzvertäfelung einer Wand zu entdecken und zu entfernen, bevor sie jemand anderes finden konnte. Aha. Ich gab sie Pembroke ungelesen zurück. Vermutlich hat er sie sofort verbrannt. Er quittierte den Dienst und verließ die Schule noch am selben Tag. So, so. Und Nete? Ich habe ihr natürlich Alice intime Zeichnungen zurückgegeben. Sie hat sie ans Herz gedrückt und wird sie sicherlich behalten. Alles andere werden wir gleich von ihr selbst erfahren. Holmes sah zur Uhr auf dem Kaminsims. Vor dem Haus ertönte die Glocke. Ah, da sind sie ja. Freudiges Gebell erklang im Treppenhaus. Mrs. Hudson führte Sir Peter herein und eine junge Frau in einem festlich wirkenden schwarzen Kleid, wie es Bräute tragen, deren Hochzeit von einem Todesfall überschattet ist. Sir Peter trug ein in braunes Packpapier eingeschnürtes Bild in der Hand. Ein Collie stürzte sich begeistert auf Holmes, der sich dem Tier den Kopf tätschelnd höflich erhob. Ich habe Ihre gestrige Vermählungsanzeige in der Times gesehen. Herzlichen Glückwunsch, Sir Peter, Ihnen und Ihrer jungen Frau zur Hochzeit. Möge Ihr gemeinsames Leben von Glück und Harmonie bestimmt werden. Watson, darf ich Ihnen Nete und Ihre reizende Hündin Wally vorstellen? Beides Gefährtinnen aus Lowerbridge. Ich bin entzückt, Sie kennenzulernen und schließe mich den Glückwünschen meines Freundes an. Wally, meine Gute. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und fröhliche Weihnachten, meine Herren. Peter? Wenn Sie mir die Freude machen würden, diese kleine Gelegenheitsarbeit von mir anzunehmen. Ich dachte, sie könnte die etwas banale Paysage über dem Kamin ersetzen, aber nur, wenn es Ihnen gefällt.
Davon bin ich überzeugt, Sir Peter. Doch nicht etwa Nilpferde. Leider keine Nilpferde. Das Bild stellt jemand anderen dar. Die Idee dazu stammt übrigens von meiner Frau. Mit einer Verneigung nahm Holmes das Paket in Empfang. Wir werden Ihr Geschenk sogleich gebührend bewundern. Seien Sie beide bedankt. Aber erst nehmen Sie doch bitte Platz. Als wir alle saßen, legte Holmes die Fingerspitzen gegeneinander. Ja, das meiste habe ich Ihnen ja schon zu Protokoll gegeben, nicht wahr, Watson? Ja. Nur ein kleines Geheimnis wäre noch offen. Sie, Sir Peter, bekamen als Jugendlicher eine sehr junge, heißblütige Stiefmutter, Genevieve. Ihr Vater war schon betagt und dem Tode näher als dem Leben. Könnte es nicht sein, dass sich Stiefmutter und Stiefsohn näher kamen, als es Sitte und Anstand zugelassen hätten? Und dass diese Nähe nicht ohne Folgen blieb? Sir Peter begann unruhig auf seinem Sessel hin und her zu rutschen. Seine Gesichtsfarbe wurde immer dunkler. Nete lächelte nur still, mit aller Klugheit, zu der Frauen fähig sind, in sich hinein. Gestatten Sie zunächst eine private Frage, Sir Peter. Gerne. Hatte Ihr verstorbener Herr Vater irgendwo ein Muttermal? Ein Muttermal? Nein. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aha. Wenn ich Sie bitten dürfte, die rechte Hand zu heben. Ich weiß, ich habe auf dem Handballen am Daumen ein Muttermal. Dasselbe wie das, das sich versehentlich auf der Zeichnung von Alice verewigt hat. Sie selbst haben mich auf das Muttermal auf seinem Daumen hingewiesen. Solche Muttermale werden in der Regel nur vom Vater auf den Sohn vererbt. Ich kann daraus nur den Schluss ziehen, dass er nicht Ihr Halbbruder, sondern Ihr Sohn war. Ja, Mr. Holmes. Alice war vermutlich mein Sohn. Aber das musste ein Geheimnis bleiben. Ich vermag bis heute keine Entschuldigung für die Gedankenlosigkeit zu finden, mit der ich mich den Vaterpflichten entzogen habe. Leider ist das nicht mehr ungeschehen zu machen. Aber in der Tat, Alice' Art der Weltwahrnehmung kam der meinen sehr nahe, genau wie sein Zeichenstil, die Strichführung oder die Perspektive. Was Frauen betrifft, gleicht sich unser Geschmack ebenfalls. Er lächelte Nete zaghaft an, die ihn auf ihre boschikose Art mit gespieltem Zorn in die Rippen boxte. Ich wusste es schon bei unserer ersten Begegnung, Schatz. Sonst hätte ich dir niemals einen Heiratsantrag gemacht. Du bist Alice so ähnlich. Wie könnte ich einen anderen Mann als dich wollen? Nachdem wir noch mit einem Glas alten Cotyron auf das Glück des Brautpaares angestoßen hatten, packte Holmes Sir Peters Gemälde aus und stellte es auf den Kaminsims. Wally bellte begeistert kurz auf. Zweifellos erkannte sie das Bild wieder. Es zeigte Holmes, voller Dynamik, leicht vornübergebeugt, in einem riesigen Ohrensessel sitzend. Sein nachdenklicher Blick fixierte einen Punkt irgendwo in der Ferne, weit hinter dem Betrachter. Mit dem Mundstück seiner Shagpfeife, deren Kopf er mit der rechten umfasste, berührte er geistesabwesend sein markantes Kinn. Sein rechter Ellenbogen ruhte auf der gepolsterten Armlehne. Seine linke hatte er, energisch zur Faust geballt, in die Hüfte gestemmt. Gleich würde er eine Entscheidung treffen, aufspringen und davoneilen, um den Fall, über den er nachgedacht hatte, zu lösen.